Haben Sie sich jemals gefragt, wie Menschen auf der ganzen Welt ihre kostbaren 24 Stunden täglich verbringen? Nun, Sie werden es gleich herausfinden. Zeit ist wie ein gemeinsamer Faden, der uns alle verbindet. Egal woher wir kommen, wir haben alle dieselben 24 Stunden zur Verfügung. Doch Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen nutzen sie sehr unterschiedlich. Aber stell dir vor, die ganze Welt wäre eine Person. Wie würde ihr Tag aussehen? Das war die Frage, die kanadische Forscher beantworten wollten. Sie wollten wissen, wie der durchschnittliche Tagesablauf eines Menschen überall auf der Welt aussieht. Sie sammelten Umfragen aus über 130 Ländern und betrachteten Umfragen, die von 2000 bis 2019 durchgeführt wurden. Wie dem auch sei, Forscher haben Umfragen über die täglichen Routinen von Menschen durchforstet und sogar Informationen über Berufe und wirtschaftliche Aktivitäten gesammelt. Also, was sind deine Theorien? Denkst du, es wird ein langweiliges Arbeiten, Schlafen, Wiederholen Zyklus sein? Überraschenderweise gar nicht. In Wirklichkeit stellt sich heraus, dass wir mehr als ein Drittel unserer Zeit mit Dingen verbringen, die uns gut tun und gesund halten. Forscher haben die Zeit in vier Kategorien eingeteilt, um sie leicht verständlich zu machen. Zuerst haben wir Schlaf und Bettruhe. Hier gibt es nichts Besonderes. Ein durchschnittlicher Erwachsener schläft etwa 9 Stunden pro Tag. Wir wissen alle, dass dies die Norm für gesunden Schlaf ist. Aber wenn man genauer darüber nachdenkt, stellt man fest, dass der Schlaf einen großen Teil unseres Tages einnimmt. Es ist ein bisschen traurig, dass wir ihn so sehr brauchen. Stellt euch nur vor, wie viele Dinge wir erledigen könnten, wenn wir ihn nicht bräuchten. Als nächstes haben wir direkte menschliche Auswirkungen. Diese Kategorie umfasst Dinge, die uns als Individuen direkt betreffen. Dazu gehören Aktivitäten wie Essen, mit Freunden abhängen, sich um uns selbst kümmern und Spaß haben. Du weißt schon, all die Sachen, die uns ein gutes Gefühl geben. Und nicht nur das. Diese Aktivitäten umfassen alles, von Arbeit, Bildung und persönlicher Entwicklung bis hin zu Sozialisation und Fernsehen. Die Forscher haben herausgefunden, dass wir etwas mehr als 9 Stunden täglich diesen Dingen widmen. In diesen magischen 9,4 Stunden unseres Tages machen wir so viele coole Dinge. Wir kümmern uns durch Hygiene und Pflege um uns selbst und andere. Wir verbringen auch Zeit mit der Gesundheitsvorsorge, einschließlich der Sorge um unser eigenes Wohlbefinden und die Pflege unserer Lieben. Arbeit, Schule, akademische und private Forschung, Sport, soziale Kontakte, Mahlzeiten, Hobbys und sogar die Beschäftigung mit Medien sind alle Teil dieser großartigen Mischung. Nun, lassen Sie uns das noch weiter aufschlüsseln. Fast die Hälfte dieser Zeit, nämlich etwa 4,6 Stunden, wird mit passiven, interaktiven und sozialen Aktivitäten verbracht. Denken Sie daran, mit Freunden zu plaudern oder ein fantastisches Buch zu lesen. Juhu für lustige Zeiten. Das Essen köstlicher Mahlzeiten nimmt etwa 1,6 Stunden in Anspruch. Es ist wichtig, unseren Körper zu stärken und die Wunder des Essens zu genießen. Schule und Forschung fügen dem Ganzen weitere 1,1 Stunden hinzu, denn Lernen hört nie auf. Und hier ist eine interessante Wendung. Bestimmte Aktivitäten scheinen universell zu sein, unabhängig vom Wohlstand eines Landes. Hygiene und Körperpflege sowie Mahlzeiten bleiben in Ländern mit niedrigem und hohem Einkommen konstant. Nun, das ergibt Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Unsere grundlegenden Bedürfnisse verbinden uns, egal woher wir kommen. Aber es ist trotzdem ziemlich cool. Natürlich, bedenken Sie, dass es Unterschiede zwischen Individuen und Kulturen gibt. Jeder hat seine eigene Art, Zeit zu verbringen. Aber wenn wir herauszoomen und das große Ganze weltweit betrachten, bleiben diese Aktivitäten ziemlich konsistent. Als nächstes auf der Liste stehen die organisatorischen Ergebnisse. Dabei geht es darum, produktiv zu sein und Dinge zu erledigen. Dazu gehören Aufgaben wie Arbeiten, Lernen, Organisieren und unser Leben verwalten. Im Grunde ist es all das, was wir tun, um unser Leben reibungslos am Laufen zu halten.
teilen wir das auf. Organisatorische Ergebnisse umfassen alltägliche Aktivitäten wie den Einkauf von Lebensmitteln, das Fortbewegen von einem Ort zum anderen, das Bezahlen von Rechnungen, den Zugang zu Dienstleistungen der Regierung und das Erledigen aller Arten von administrativen Aufgaben sowie Reise- und Verwaltungsvorgänge. Es sind die alltäglichen Details, die unser Leben managen und praktische Angelegenheiten regeln. An einem durchschnittlichen Tag verbringen wir etwas mehr als 2 Stunden mit diesen wichtigen Aufgaben. Nun, hier ist eine interessante Wendung. Trotz der Vielfalt an Ländern und Kulturen auf der ganzen Welt scheinen die Pendelzeiten bemerkenswert ähnlich zu sein. Wir hätten erhebliche Unterschiede erwartet, aber das Forschungsteam entdeckte, dass die Pendelzeiten bemerkenswert universell sind. Im Durchschnitt verbringen wir also etwa 1 Stunde pro Tag damit, von einem Ort zum anderen zu gelangen. Diese Entdeckung hat ihre Aufmerksamkeit erregt. Weitere Forschungen sind bereits im Gange, um diesen faszinierenden Aspekt unseres Lebens genauer zu untersuchen. Die Geheimnisse des Reisens und seine Auswirkungen auf unsere täglichen Routinen werden gerade enthüllt. Und es scheint, als ob diese Aktivitäten, obwohl sie alltäglich erscheinen mögen, eine wesentliche Rolle dabei spielen, unser Leben reibungslos am Laufen zu halten. Und schließlich haben wir externe Ergebnisse. Diese Kategorie betrifft die Dinge, die wir tun, um die Welt um uns herum zu beeinflussen. Dazu gehören Tätigkeiten wie Pendeln, Teilnahme an der Wirtschaft und Teil des großen Ganzen zu sein. Mit anderen Worten, dies sind die Aktivitäten, die darauf abzielen, Veränderungen in der Welt außerhalb von uns selbst zu bewirken. Hier sind einige Beispiele: Landwirtschaft und Fischerei, Zubereitung und Servieren von Speisen, Bergbau, Arbeiten mit Holz, Nutzung fossiler Brennstoffe und erneuerbarer Energien, Bau und Instandhaltung von Gebäuden und Infrastruktur, Sauberhalten unserer Wohnräume, Pflege unserer Haustiere und Gärten sowie Abfallmanagement. Es ist eine ganze Menge an Aktivitäten, die unsere Umwelt beeinflussen. Wie viel Zeit, denkst du, widmest du diesen Tätigkeiten täglich? Nun, Untersuchungen zeigen, dass wir in unserem täglichen Leben ganze 3,4 Stunden mit diesen Aufgaben verbringen. Hier wird es interessant. Diese Aktivitäten zeigen einige markante Unterschiede zwischen Ländern mit niedrigem und hohem Einkommen. In den Ländern mit dem niedrigsten Einkommen verbringen die Menschen durchschnittlich mehr als 1,5 Stunden pro Tag damit, ihr eigenes Essen anzubauen und zu sammeln. Es ist eine enorme Menge an menschlicher Arbeit erforderlich, um ihren Nahrungsbedarf zu decken. Aber wenn Länder wohlhabender und fortschrittlicher werden, ändern sich die Dinge. In den Ländern mit dem höchsten Einkommen wird die Landwirtschaft im Durchschnitt in weniger als 5 Minuten pro Tag erledigt. Kannst du das glauben? Die Wunder der Technologie und Mechanisierung schaffen über 1 Stunde Zeit. Also lasst uns die herausfordernde Arbeit schätzen, die in die Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Rohstoffen, Bau und andere ähnliche Aufgaben steckt. Diese Daten zeigen uns auch, dass wir, während wir fortschreiten und industrieller werden, wertvolle Stunden in unserem Tag gewinnen. Wir haben mehr Zeit, die Welt um uns herum zu erkunden, zu schaffen und zu genießen. Menschen könnten im Vakuum leben, mit dem einzigen Unterschied, dass, nun, unser ganzes Selbst. Wir sprechen immer darüber, auf anderen Planeten zu leben und wie wir uns an sie anpassen können. Theoretisch könnten wir jedoch auf einer Raumstation leben. In diesem Fall würde sich das Leben jedoch völlig anders entwickeln. Alles, weil wir ohne Atmosphäre leben müssten. Was müssen wir Menschen tun, um uns an das Leben im Vakuum anzupassen? Dougal Dixon hat dieses coole Konzept in seinem Buch entwickelt. Kreaturen, die als Vakuum-Orbs bekannt sind und dafür konzipiert sind, im Weltraum zu überleben. Sie sind irgendwie wie Menschen, aber nicht wirklich. Zuerst geht es im Weltraum, wo überhaupt keine Luft vorhanden ist, um Druck. Es gibt etwas, das Atmosphärendruck genannt wird. Einfacher gesagt, wie stark drückt die Atmosphäre auf unsere Schultern? Wie schwer wiegt sie? Menschen sind es gewohnt, auf Meereshöhe zu leben, wo es viel Druck von der Luft um uns herum gibt. Aber im Weltraum gibt es keinen. Dies wäre eine Herausforderung für unseren Körper. Astronauten haben ihre Anzüge, um solch dramatische Veränderungen zu bewältigen.
Das bedeutet höchstwahrscheinlich, dass wir eine harte Schale benötigen würden, die unsere Innenorgane schützt, wie bei Robotern, Käfern oder bestimmten Meerestieren, die unterschiedliche Tiefen bewältigen können. Eine Schale jeglicher Art hilft auch dabei, die Bewegung der Atome zu kontrollieren, die in den Körper ein- und aus ihm herausgehen. Diese einzigartigen Wesen aus Dicksons Büchern, Homo Celestis, haben krebstierähnliche Merkmale. Sie können sehen, dass sie diesen Schild haben, über den wir gesprochen haben. Sie sind darauf ausgelegt, den Herausforderungen der Umlaufbahn und dem Vakuum standzuhalten. Sie atmen mit drei Lungen, haben stämmige Gliedmaßen, um sich an Raumschiffe zu klammern, und versiegelte Augen, um sie vor harten Bedingungen zu schützen. Diese kleinen Kerle benötigen auch einzigartige Organe zur Sauerstoff- und Abfallverarbeitung. Leider können sie sich nicht fortpflanzen. Trotz ihrer unglaublichen Anpassungsfähigkeit sind Vakuum-Orphs steril und haben eine begrenzte Lebensdauer. Wir wissen aus Film, dass das Weltall extrem beängstigend ist. Es ist eiskalt, gefährliche Strahlung und überhaupt keine Luft. Wenn du dort draußen bist, kocht dein Blut oder du frierst sofort ein. Aber trotz alledem könnten Menschen im Weltraum eine Weile überleben. Stell dir vor, du wirst plötzlich aus deinem Raumschiff geworfen. In Filmen würde das eine sofortige Abreise vom Lebensbahnhof bedeuten. Aber im wirklichen Leben ist es nicht so sofort, wie Hollywood es darstellt. Wissenschaftler haben fragwürdige Experimente durchgeführt und Unfälle mit Menschen gehabt. Es gab einen Astronauten, dessen Raumanzug versehentlich depressurisiert wurde. Er wurde ohnmächtig, war aber glücklicherweise nach der Wiederherstellung des Drucks in Ordnung, obwohl er für eine Weile seinen Geschmackssinn verlor. Wie es sich herausstellt, könntest du tatsächlich für ein paar Minuten im Vakuum des Weltraums überleben. Aber es ist keine angenehme Erfahrung. Wenn du ohne Raumanzug im Weltraum bist, führt der fehlende Druck dazu, dass die Luft in deinen Lungen sich ausdehnt, was wirklich schlecht ist, wenn du die Luft anhältst. Innerhalb einer Minute würdest du wegen Sauerstoffmangel ohnmächtig werden. Es dauert nur ein paar Sekunden, bis alles dunkel wird. Jedoch gibt es eine Lebensform, die im Weltraum ganz gut zurechtkommt. Wissenschaftler haben winzige Kreaturen namens Extremophile gefunden, die all das bewältigen können. Sie sind die mutigsten Überlebenden der Natur. Diese Mikroben können verrückte Bedingungen bewältigen, wie eiskalte Temperaturen, keine Luft und jede Menge Strahlung. Kürzlich haben wir uns entschieden herauszufinden, wie dieses besondere Bakterium im Weltraum zurechtkommt. Wissenschaftler schickten es zur Internationalen Raumstation und ließen es ein ganzes Jahr lang draußen. Als sie es später überprüften, fanden sie etwas Erstaunliches. Das Bakterium hatte sich äußerlich kaum verändert und es hatte sogar winzige Strukturen, sogenannte äußere Membranvesikel, produziert, um sich selbst zu schützen. Es stellt sich heraus, dass dieses Bakterium eine Superkraft hat. Es kann seine DNA reparieren und schädliche Moleküle abwehren, die es beschädigen könnten. Es ändert auch die Art und Weise, wie es Energie nutzt, um sich an das Leben im Weltraum anzupassen. Dies könnte uns helfen, mehr darüber zu erfahren, wie Leben jenseits unseres Planeten existieren kann. Es wurde die Tanpopo-Mission genannt. Bakterien sind unglaublich anpassungsfähig. Zum Beispiel haben wir entdeckt, dass Bakterien jahrelang im Weltraum herumfliegen können. Diese winzigen Organismen können sich in Klumpen zusammenlagern, wie kleine schützende Gemeinschaften. Auf diese Weise können sie die harten Bedingungen des Weltraums überleben. In einem coolen Experiment brachten Wissenschaftler einige wirklich zähe Bakterien auf die Außenseite der Internationalen Raumstation. Diese Bakterien befanden sich in kleinen Kugeln, jede 5 Blatt Papier dick. Als Ergebnis blieben sie dort draußen, unversehrt, für ganze 3 Jahre. Ihre äußeren Schichten wirkten wie Schilde, die inneren vor allen Weltraumunannehmlichkeiten schützten. Diese Entdeckung legt nahe, dass Gruppen von Bakterien zwischen Planeten durch den Weltraum reisen könnten. Sie nennen diese Idee Panspermie, was im Grunde genommen die Ausbreitung von Leben durch das Universum bedeutet. Mit anderen Worten, Weltraumreisen könnten versehentlich Leben auf andere Planeten bringen. Wenn wir also beispielsweise mikrobielles Leben auf dem Mars fänden, könnte das sogar bedeuten, dass es von irgendwoher dort angekommen ist. All das bedeutet, dass einige Mikroben im Weltraum überleben könnten. Bei komplexeren Lebewesen wie Tieren wird es jedoch schwieriger. Das Wichtigste für das Aufrechterhalten von Leben ist Energie. Alles andere ist eine nette Zugabe, aber ohne Energie würden wir nicht weit kommen. Das Leben benötigt auch eine Menge Chemikalien, die lange Zeit in einer Flüssigkeit gemischt und in einem großen Raum funktionieren.
Wenn der Druck nicht ausreicht, verdunstet die Flüssigkeit. Vakuum bedeutet, dass kaum Druck vorhanden ist. Es könnte möglich sein, dass Leben in einem Asteroiden oder Mond, der keine Atmosphäre besitzt, entsteht. Es ist möglich, dass sich das Leben an den Weltraum anpasst. Hypothetisch könnten diese im Weltraum lebenden Wesen aus Gas bestehen, empfindungsfähige Wolken, die umherschweben. Sie könnten auch aus reiner Energie bestehen, unsichtbar, aber in der Lage, über ihre Energieniveaus zu kommunizieren. Oder es könnten Riesen mit ihrer eigenen Atmosphäre sein, wie die Erde mit kleineren Kreaturen, die auf ihnen leben. Aber all das ist äußerst unwahrscheinlich. Daher sind die Chancen, dass sich das Leben im Weltraum von selbst entwickelt, super niedrig. Stellen Sie sich nun vor, anstelle von Raum würden wir über einen Planeten sprechen, der von einer harten, nicht atmungsaktiven Schicht umgeben ist. Überraschenderweise könnten sich, selbst wenn es keine Luft auf dem Planeten gibt, immer noch einige Chancen ergeben, dass Leben entsteht, zumindest wenn es einige Anzeichen von Wasser gibt. Tief unter der Oberfläche könnten durch spezielle Schächte, die Mineralien ausspucken, erwärmte Flüsse existieren. Dort könnte das Leben beginnen, fernab von der Oberfläche, wo es vor dem Austrocknen geschützt ist. Atmen ist nur eine Möglichkeit, Energie zu gewinnen, aber es gibt andere Optionen, zum Beispiel Sonnenlicht. Denken Sie an die Mondoberfläche. Dort gibt es keine Luft, aber wir könnten immer noch Solarenergie nutzen, um zu überleben. Wir sind jedoch tief unterirdisch. Mit begrenztem Zugang zu Sonnenlicht müssten diese Kreaturen auf geniale Weise alternative Energiequellen nutzen. Einige von ihnen könnten photosynthetische Fähigkeiten besitzen und spezialisierte Pigmente nutzen, um selbst die schwächsten Spuren von Licht, das durch die Erdkruste filtert, zu nutzen. Andere könnten symbiotische Beziehungen mit bestimmten Bakterien eingehen, die ihnen dabei helfen könnten, Energie aus Mineralien und organischen Verbindungen in den Flüssen zu erhalten. Tief unter der Oberfläche des Planeten sind die Flüsse nicht nur Wasserquellen. Sie sind reich an Nährstoffen, die für die Aufrechterhaltung des Lebens unerlässlich sind. Diese Flüsse fließen durch weitläufige unterirdische Netzwerke und schaffen Taschen bewohnbarer Umgebungen, in denen das Leben gedeiht. Diese Kreaturen könnten feste Mineralien fressen und Schalen entwickeln, um ihr Inneres feucht zu halten. Sie müssten einzigartige biologische Eigenschaften entwickeln, um in ihrer rauen Umgebung überleben zu können. Zum Beispiel könnten einige Arten die Biolumineszenz entwickeln, um in den dunklen Untergrundtunneln navigieren zu können. Andere könnten Sinnesorgane anpassen, die in der Lage sind, subtile Veränderungen in der Umgebung zu erkennen, was ihnen hilft, Nahrungsquellen zu finden und Gefahren zu vermeiden, ähnlich wie Maulwürfe. Diese Ökosysteme würden auf einem empfindlichen Gleichgewicht des Nährstoffkreislaufs funktionieren. Mikroorganismen würden organische Materie abbauen und lebenswichtige Nährstoffe in die Flüsse freisetzen. Dies könnte wiederum Pflanzen bei der Evolution helfen. Und Pflanzen könnten zur Nahrung für größere Kreaturen werden und so weiter. Und dann, wer weiß, was über Jahrtausende hinweg passieren könnte. Wenn die Erdkruste sich mit der Zeit verschiebt und bricht, diese unterirdischen Bereiche neuen Herausforderungen aussetzt, passen sich die Kreaturen an und entwickeln sich entsprechend weiter. Auf jeden Fall haben wir gelernt, dass das Leben viel anpassungsfähiger ist, als wir zuvor dachten. Es könnte sogar unter extrem harten Bedingungen überleben. Wir wissen vielleicht nicht, welche Arten von Leben wir auf anderen Planeten entdecken werden, aber wir sollten nicht überrascht sein, wenn wir es an den seltsamsten, unerwartetsten Orten finden. Du fliegst erste Klasse nach Paris. Urlaub, Sightseeing, du freust dich schon, doch dann meldet sich der Pilot. Achtung, Achtung, hier spricht der Kapitän. Der Boden unter uns ist Wackelpudding. Wir können nicht landen. Alle im Flugzeug geraten in Panik. Gibt es denn keinen Interpretationsspielraum? Da unten gibt es anscheinend genug Interpretationsspielraum. Das Anschnallzeichen läutet auf, aber niemand scheint das zu interessieren. Leute stürzen übereinander. Die Flugbegleiter versuchen noch, die aufgebrachten Passagiere zu beruhigen, aber sie werden herumgeschubst und ihre Ansagen werden ignoriert. Essen fliegt durch das Flugzeug. Die Leute kippen hektisch ihr Handgepäck aus, um was auch immer zu finden. Du guckst aus dem Fenster und siehst das Gebäude wie Dominosteine in sich zusammenfallen. Die Straßen sehen wie Spaghettis aus und das Meer dringt ins Landesinnere. Auch die Berge in der Ferne brechen ein und lösen gewaltige Erdrutsche aus. Das sieht wirklich wie Wackelpudding aus. Dein Telefon spielt verrückt wegen der vielen Benachrichtigungen. Dieses Phänomen tritt überall auf der Welt auf, aber es ist kein globales Erdbeben oder so.
Die Kruste hat ihre Festigkeit verloren und ist weich geworden, weich wie ein Geburtstagskuchen. Die Erde besteht aus übereinander geschichteten Ebenen. Der innere Kern, der äußere Kern, der Erdmantel und die Kruste. Das ist die oberste Schicht, auf der wir leben. Wenn sich der Erdmantel ein wenig bewegt, beginnt sich die Kruste zu verschieben. Das wäre dann sowas wie ein Erdbeben. Die Erdkruste besteht normalerweise aus etwa 7 massiven Teilen und ein paar kleineren. Jetzt sind sie aber alle in Millionen von kleinen Teilen zersplittert und wabbern herum, als wäre die ganze Welt ein riesiges Wasserbett. Der Eiffelturm, die ägyptischen Pyramiden, die chinesische Mauer, Wolkenkratzer, Brücken, alles auf der Erde steckt in Schwierigkeiten. Jahre später. Du und der Rest der Menschheit habt euch an die neue, wackelige Erdoberfläche gewöhnt. In deinem Alltag trägst du jetzt spezielle Schuhe, die dir helfen, dein Gleichgewicht zu halten. Verabschiede dich von hohen Absätzen und Turnschuhen. Die neuen Schuhe haben eine spezielle Sohle, die dich am Boden festsaugt, so ähnlich wie bei einem Gecko, der die Wände hochklettern kann. Schlafen in ständiger Bewegung ist das neue Normal, aber es ist nicht wie auf einem Wasserbett zu schlafen, es ist viel schlimmer. Stell dir vor, du wachst mitten in der Nacht auf, um ein Glas Wasser zu trinken und der Boden bewegt sich wie verrückt. Du würdest bestimmt 20 Mal hinfallen, bevor du die Küche erreichst. Die Treppe runterzukommen endet jetzt in einer Rutschpartie. Häuser aus Beton gibt es nicht mehr. Dein neues Zuhause ist jetzt eine Art riesige Blase. Mithilfe einer speziellen Technologie kann der Boden innerhalb der Blase stabilisiert werden, damit er nicht mehr ständig wackelt. Die Basis unter deinem Zuhause wabbert mit der wackeligen Kruste mit, sodass sie nicht zusammenbricht. Die Menschen setzen auf die Drohnentechnologie und lassen sich Essen, Vorräte oder das neueste Handy liefern. Der Himmel ist mit Drohnen übersät, die von Ort zu Ort fliegen. Auch der Sport hat sich verändert. Basketballspieler tragen jetzt Helme und Schutzkleidung, damit sie sich nicht verletzen, wenn sie fallen, denn das passiert ziemlich oft. Du versuchst auf der weichen Oberfläche zu dribbeln, aber es ist schier unmöglich. Eine Sportart, die überlebt hat, ist Eishockey. Also eigentlich alle Eissportarten, also auch Eisschnelllauf und Eiskunstlauf. Solange das Eis dick genug ist, ist es egal, was darunter passiert. So ziemlich jeder nutzt diese Blasen, um irgendwas zu tun oder irgendwo hinzukommen. Stell sie dir wie einen riesigen Hamsterball vor, der auf einem flachen See schwimmt. Die Menschen haben sich daran gewöhnt und werden nicht mehr seekrank. Die Wirtschaft basiert immer noch auf Handel und Transport, aber das wird jetzt hauptsächlich mit Schiffen abgewickelt. Keine großen LKWs fahren auf der Straße, weil es keine Straßen mehr gibt. Dafür sind Hubschrauber total beliebt, obwohl die Landung ziemlich schwierig sein kann. Überall auf der Welt schwimmen und treiben die Städte umher. Früher hat das Millionen von Jahren gedauert, jetzt dauert es nur noch ein paar Jahre. Stell dir vor, du lebst in Melbourne in Australien und deine Stadt ist nur noch ein paar Monate von Südamerika entfernt. Die Welt ist wie ein riesiges Kreuzfahrtschiff. Früher mussten Millionen von Tieren in der Trockenzeit lange Strecken zurücklegen, um Wasser zu finden. Das ist jetzt vorbei. Aber das Meeresleben und unsere fliegenden Freunde sind von der aktuellen Situation relativ unberührt geblieben. Da der Boden immer in Bewegung ist, ist es für große Tierherden unmöglich, zusammenzubleiben, wenn sie über Land wandern. Sie versuchen sich anzupassen, aber das ist schwierig. Bergziegen zum Beispiel haben sich in den Bergen entwickelt, aber jetzt ist die ganze Welt ein einziges, flaches, weiches Durcheinander. Nachdem du deine Stiefel angezogen hast, machst du dich auf den Weg, um deine Freunde im Park zu treffen. Natürlich alles in einer großen Blase. Als der Boden vor vielen Jahren zusammenbrach, sind viele Fabriken in die Luft gegangen und haben eine Menge Chemikalien in die Atmosphäre freigesetzt. Daher würde ich auch lieber in meiner Blase bleiben. Du steigst in dein kleines Hamsterballauto und fährst los. Der Boden ist holprig und klebrig zugleich, aber immerhin fährst du. Hast du schon mal versucht, auf einem schaukelnden Schiff zu essen oder zu trinken? Matrosen haben sich daran gewöhnt, aber für den Rest von uns ist das ein Albtraum. Aber heute ist jeder Profi darin, heiße Suppen zu schlürfen, ohne sich zu bekleckern. Nach dem Mittagessen wollen du und deine Freunde das Land außerhalb der riesigen Blase erkunden. Du willst erst nicht, aber irgendwie sitzt du dann doch in deinem Blasenauto und fährst zum Ausgang.
Du kommst an der Sicherheitskontrolle vorbei, findest ein Versteck für dein Auto und steigst aus. Du und deine Freunde seht lächerlich aus in diesen Spezialstiefeln und mit den Gasmasken, aber du willst schließlich nicht die giftigen Dämpfe einatmen. Ihr kommt zu einem Ort, an dem einst eine große Stadt stand. Jetzt sieht es hier aus wie in einem Science-Fiction-Film. Übereinander gestapelte Gebäude und eine karge Natur rundherum. Die damaligen Straßen sind in ihre ursprünglichen Bestandteile zerfallen. Du läufst also auf kaputten Ziegeln, Beton und Asphalt. Statuen sind halb in den Boden versunken. Weit vor dir liegt ein alter, verlassener Flughafen. Du musst auf jeden deiner Schritte achten. Der Boden wabbert unter deinen Füßen. Hier war schon seit Jahren niemand mehr. Du und deine Freunde geht Richtung Stadtzentrum. Riesige Betonblöcke von eingestürzten Gebäuden brechen ab. Du versuchst dein Bestes, um ihnen auszuweichen, was bei diesem wackeligen Boden gar nicht so leicht ist. Ihr kommt schließlich in die Innenstadt und du bemerkst, dass viele Wasser. Als die Gebäude eingestürzt sind, sind natürlich auch alle Wasser- und Abwassersysteme zerstört worden. Das gesamte Wasser der Häuser, Geschäfte, Fabriken und der vielen Bauernhöfe in der Nähe ist hier gelandet. Du und deine Freunde lauft mit euren Gecko-Stiefeln ein Gebäude hoch und erreicht das Dach. Hier sieht es aus wie die verlorene Stadt Atlantis. Die Gebäude sehen aus wie alte Ruinen einer vergessenen Zivilisation. Einer deiner Freunde wird nervös. Vielleicht ist es besser, wieder zurück in die Blasenstadt zu fahren, aber du willst noch ein bisschen mehr auskundschaften. Ihr findet ein Stück Treibholz und nutzt es als improvisiertes Floß. Ihr springt an Bord und paddelt durch die Stadt. Unter der Wasseroberfläche hat sich ein neues Ökosystem mit Unterwasserpflanzen und Tieren entwickelt. Und nicht allzu weit von euch entdeckt ihr ein Schiffswrack, das halb im Wasser versunken ist. Einer deiner Freunde will da rauf, um es zu erkunden. In dem Moment, in dem er es betritt, fängt das Wasser an zu zittern. Der Boden unter dem Schiff ist so brüchig, dass jede kleine Druckveränderung das Schiff tiefer sinken lässt. Dein Freund springt wieder zurück aufs Floß und ihr paddelt zurück. Aber das Land unter dem Wasser wabbert extrem und die eingestürzten Gebäude bewegen sich. Es fühlt sich an, als würdet ihr in einem Kajak einen wilden Fluss hinunterfahren, aber zusätzlich regnet es Betonbrocken. Ihr schafft es zurück zu eurem Blasenauto und wollt zurück zur Riesenblase fahren, aber als ihr losfahrt, fällt euch auf, dass alles ganz anders aussieht. Der Boden hat sich so sehr verschoben, dass ihr euch verirrt habt. Alles um euch herum sieht gleich aus, als wärt ihr in einem riesigen Labyrinth gefangen. Ihr fahrt eine Ewigkeit herum. Ist die Riesenblase hier irgendwo? Unmöglich, das zu sagen. Wie aus dem Nichts hörst du ein lautes Knattern über dir. Du schaust nach oben und siehst einen Hubschrauber durch die Luft sausen. Eine Strickleiter wird heruntergelassen und deine Freunde und du klettern hinauf. Dieses Mal habt ihr Glück gehabt. Ja, das ist Eis, überall um dich herum, soweit das Auge sieht. Eine weiße Wüste breitet sich vor dem Eingang deiner Höhle aus, in der du und einige andere Siedler und Siedlerinnen leben. Alle haben sich um das Lagerfeuer herum versammelt, um sich warm zu halten, und erzählen Geschichten darüber, wie viel Schnee sie neulich gesehen haben. Andere laufen umher und spielen Fange, werfen Stöcke umher, was immer die Menschen vor 300.000 Jahren zum Vergnügen getan haben. Du bist einer der frühesten Homo sapiens auf der Erde. Wieder andere schlafen oder ruhen ihre Augen aus. In der ganzen Höhle hört man Magenknurren, als würden sich wilde Tiere hier herumtreiben. Du guckst aus dem Höhleneingang heraus und siehst, dass der Sturm sich verzogen hat. Zeit, sich ein paar Werkzeuge zu schnappen und mit der Gruppe loszuziehen. In der Wildnis findest du ein paar schneebedeckte Beeren sowie Pflanzen, die essbar sein könnten. Aber das reicht nicht aus, um den ganzen Stamm satt zu machen. Es ist die Eiszeit und nirgendwo wächst viel Vegetation. Einer deiner Freunde entdeckt große Fußspuren im Schnee. Die Jagd beginnt. Schwer zu sagen, wozu sie gehören, aber es sollte ausreichen, um alle ein paar Tage lang zu füttern. Als ihr tiefer in den verschneiten Wald vorstoßt, hörst du ein Knurren hinter dir. Du hoffst, dass das dein Magen ist, aber du drehst dich um und plötzlich wird dir schwarz vor Augen. Eine Eiszeit ist eine Phase, in der eine große Eisdecke alles bedeckt und die Welt auf Dauer verändert. Sie ist teilweise für steigende und sinkende Meeresspiegel verantwortlich, sowie das aktuelle Aussehen der Kontinente.
Stell dir monströs dicke Eisschollen vor, die komplett das abdecken, was heute Kanada, Skandinavien, Russland und Südamerika ist. Das alles hat dazu geführt, dass der Meeresspiegel sich stark verändert hat und die Temperaturen auf der ganzen Welt dramatisch gefallen sind. Und ich spreche nicht nur von einer Eiszeit, es gab einen ganzen Haufen. Der Wissenschaft zufolge haben im Laufe der Geschichte 5 große Eiszeiten stattgefunden und jeweils Jahrmillionen gedauert. Und wir stecken gerade mitten in einer drin. Ganz ruhig, keine Panik. Das heißt nicht, dass wir alle nur noch dicht an dicht neben dem Lagerfeuer schlafen, um uns nach einem langen Tag auf der Suche nach wolligen Mammuts warm zu halten. Und nein, es gibt auch keine massiven geologischen Eisstürme, die alles in ihrem Weg einfrieren. Eiszeiten haben hin und wieder auch wärmere Perioden, die ein paar 10.000 Jahre anhalten. Tatsächlich war die Erde vor Milliarden Jahren ein gigantischer Schneeball ohne Leben. Und die Sonne war damals nur ein niedlicher kleiner Feuerball ohne genug Hitze, um all das Eis zu schmelzen. Doch als sie größer und heißer wurde, begann das Eis der Erde langsam zu verschwinden, sodass die grüne und blaue Kugel übrig blieb, auf der wir heute leben. Wir befinden uns gerade in der Quartäreiszeit, die seit 2,6 Milliarden Jahren andauert und weitergeht. Manche Tiere haben sich in dieser Periode fleißig vermehrt, zum Beispiel Wale und Haie. Sie sind seit Ewigkeiten an der Spitze der Nahrungskette, gefolgt von Robben, bestimmten Fischarten, Ottern bis herab zum winzigen Plankton. Oben an der kalten Oberfläche mussten die Säugetiere sich ein dickes und zotteliges Fell zulegen, um sich warm zu halten. Urzeitliche Mammuts, Nashörner und Büffel waren von einem dicken Teppich überzogen und sahen Hammer aus. Sie waren Pflanzenfresser und ernährten sich von Gebüsch und allem möglichen Gras, das sie finden konnten. Doch vor mehreren tausend Jahren begannen die Temperaturen anzusteigen und die meisten dieser Tiere starben aus. Die übrig gebliebenen entwickelten sich zu den Elefanten, Nilpferden und Nashörnern weiter, die wir heute haben. Du erwachst aus deiner Ohnmacht und findest dich im Angesicht einer Kreatur wieder, die an einen modernen Luchs erinnert. Davon abgesehen, dass sie viel größer und pelziger ist. Es ist ein Smilodon, die kolossale Variante einer Säbelzahnkatze. Und es sieht fies aus, so groß wie ein männlicher Löwe und mit 2 vorderen Reißzähnen, bei denen ich es mir zweimal überlegen würde, meine sichere Höhle zu verlassen. Sie sehen gruselig aus, aber die Wissenschaft vermutet, dass sie nicht so kräftig zubeißen konnten wie die heutigen Tiger und Löwen. Was sie knallhart machte, waren ihre riesigen Vorderbeine, mit denen sie alles zu Boden drücken konnten, das ihnen auf die Nerven ging. Im Rudel konnten sie sogar Mammuts erlegen. Wie auch immer. Aufwachen will man neben dieser Mieze nicht. Sie starrt dich an, bereit zuzuschlagen. Aber du und deine Freunde bleiben ruhig. Ihr zieht euch langsam zurück. Du hast die geniale Idee, das Tier abzulenken, indem du einen Stein wirfst. Dann lauft ihr weg. Heutzutage ist es Menschen unmöglich, einem Löwen oder Tiger zu entkommen. Doch unsere Vorfahren waren sehr viel fitter. Als die Gefahr vorüber ist, suchen alle weiter nach Nahrung. Es wird dunkel und ihr habt noch nichts Essbares gefunden, das ihr in die Höhle zurückbringen könnt. Plötzlich riecht ihr etwas Verbranntes. In weiter Ferne entdeckt ihr eine Rauchsäule, die in den Himmel aufsteigt. Eine andere Siedlung? Ihr schaut einander an und geht auf den Rauch zu. Vorsichtig. Homo sapiens traten das erste Mal vor 200.000 bis 300.000 Jahren auf. Doch die menschliche Geschichte begann nicht einfach plötzlich aus dem Nirgendwo. Vor ganzen 7 Millionen Jahren beschlossen manche von uns, einfach Schluss zu machen. Wir ließen unsere Schimpansenvorfahren im Dschungel zurück und begannen, unser eigenes Ding zu machen. Und das ist nicht nur einmal passiert. Über die folgenden Millionen Jahre gab es über 20 verschiedene menschliche Spezies. Manche waren unsere Vorfahren, manche waren Zweige an einem ganz anderen Ast. Manche waren winzig, andere waren an heißes oder kaltes Wetter angepasst. Ehe du dich versiehst, sitzt eine Gruppe Neandertaler vor euch, kocht Fleisch und schärft ihre Werkzeuge. Neandertaler waren die ersten, die nach Europa eingewandert sind. Die Wissenschaft vermutet, dass es sie irgendwann vor 40.000 bis 400.000 Jahren gab. Sie haben sämtliche Gebiete zwischen Europa und Asien besiedelt, während wir Homo sapiens uns noch immer unten in Afrika aufhielten. Ihr betretet ihr Lager und bemerkt sofort die Unterschiede zwischen euch. Sie sind stämmig und sehen etwas anders aus.
Doch es gibt auch Ähnlichkeiten wie flache Zähne zum Kauen und Nagen sowie große Schädel für ihre großen Gehirne. Sie tragen sogar Kleidung, genau wie ihr. Der Archäologie zufolge lebten sie in Unterkünften und bauten Werkzeuge aus Steinen, Stöckern und Knochen. Sie heißen euch willkommen und geben euch eine unvergleichliche Führung. Ihr begegnet ganz offiziell einer anderen menschlichen Spezies. Sie nehmen euch mit in ihre Höhle und zeigen euch ihre Wandmalereien. Tatsächlich waren sie die allerersten Künstler und Künstlerinnen. Viele ihrer Galerien existieren noch heute, zum Beispiel in Spanien. Du kennst ihren Stil, minimalistische Bilder von Hirschen, große Handabdrücke. Sie haben sich sogar ein wenig an der Schmuckherstellung versucht. Sie haben Ketten aus Adlerkrallen und Reißzähnen gemacht. Außerdem waren sie wahrscheinlich die ersten, die Feuer gebändigt haben. Ob sie es entdeckt haben, als ein Blitz in einen Baum eingeschlagen ist oder einer von ihnen mit zwei Steinen einen Funken geschaffen hat, das weiß niemand. Aber sie konnten es wiederherstellen und benutzen, um sich warm zu halten, Essen zu kochen, im Dunkeln zu sehen und sich zu verteidigen. Nach dieser tollen Führung sitzt ihr ums Lagerfeuer herum und haltet euch warm. Sie bieten euch sogar zusätzliche Kleider für die Heimreise an, hauptsächlich dicke Mammutfelle. Wenn ihr euch nur unterhalten könntet, das wäre großartig. Aber es wird dunkel und ihr müsst zurück zu eurem Stamm. Ihr verabschiedet euch und dankt ihnen dafür, dass sie euch das Zeichnen beigebracht und einen ganzen Sack Nahrung überlassen haben. Die Eiszeit war wichtig für die Entwicklung des modernen Homo sapiens. Aufgrund der extremen Kälte und anderer rauer Bedingungen mussten sie sich anpassen, um zu überleben und besonders schlau und innovativ sein. Sie entwickelten fortschrittliche Werkzeuge und verwendeten sogar Knochennadeln, um warme Kleider zu nähen. Sie haben möglicherweise die ersten Fashion-Shows veranstaltet. Als das Klima anfing, wärmer zu werden, entwickelten sie Anbautechniken, um sich selbst zu versorgen und siedelten sich in der Nähe von größeren Gewässern wie Flüssen oder Seen an, während andere Meere und Ozeane bevorzugten. Sie, ich meine wir, waren sogar die ersten, die Tiere domestizierten. Dann ein paar hunderttausend Jahre vorgespult und da wären wir. Du verbringst durchschnittlich 8 Minuten deines Tages in der Dusche. Ich bin nicht dabei und halte die Stoppuhr, aber das ist allgemein so. Am Ende summiert sich das auf etwa 6 Monate, wenn du 60 Jahre alt bist. Das ganze Duschen verbraucht ungefähr 11 Flaschen Duschgel oder 30 Stück Seife pro Jahr. Du verbrauchst außerdem genug Wasser, um 98 Fußballfelder zu besprengen. Um nicht zu viel Zeit und Geld zu verschwenden, entscheidest du dich nur noch mit Wasser zu duschen und kein Shampoo mehr zu benutzen. Du wäschst deine Hände aber immer noch mit Seife, um gesund zu bleiben. Du recherchierst ein wenig und findest heraus, dass 80% all dieser fiesen Bakterien, die dich stinken lassen, mit einfachem Wasser abgewaschen werden können. Du kannst das kaum glauben, aber du versteckst deine Seife, dein Duschgel und deine Körperpflege und gehst ins Bett. An Tag 1 des Experiments wachst du wie gewohnt auf, putzt dir die Zähne, spritzt dich mit nichts als Wasser ab und trägst ein Bio-Deo auf. Du hast gerade 7 Minuten gespart und diese Zeit genutzt, um eine Tasse Kaffee zu genießen. Du kommst im Büro an und bittest deinen Freund Sam, dich zu beschnuppern, nur um sicher zu gehen. Okay, er schaut dich an, als wärst du verrückt. Was hast du erwartet? Sam bemerkt überhaupt keinen Unterschied. Triumphierend kommst du nach Hause und wiederholst am nächsten Morgen deine nur Wasserdusche. Dein Haar fängt an, ein wenig fettig zu werden, weil du es vor 2 Tagen gewaschen hast. Du beschließt, noch einen Tag dran zu hängen und die Abstände zwischen den Waschgängen immer länger werden zu lassen. Am Abend spürst du die Versuchung, nach einem Duschgel zu greifen. Lieber würdest du kalt duschen, aber du verstehst, dass du eine höhere Wassertemperatur brauchst, um diese Bakterien zu bekämpfen. Tag für Tag gewöhnst du dich an diese saunaähnlichen Duschen. Du gehst ins Bett und siehst in deinen Träumen Seife und Bodylotion, die ihre Arme nach dir ausstrecken und dich anflehen, wieder zu ihnen zu kommen. Am 3. Tag des Experiments wäschst du deine Haare zum ersten Mal nur mit Wasser. Bevor du das tust, reibst du deine Kopfhaut, um ihre natürlichen Öle zu verteilen. Dann zwickst du es in Abschnitte, um die Öle von den Wurzeln bis in die Spitzen zu ziehen. Du bürstest es gut durch, um Verfilzungen loszuwerden, und erst dann wäschst du es mit lauwarmem Wasser. Du lässt dein Haar trocknen und es fühlt sich genauso sauber an wie nach der normalen Haarwäsche. Der Rest deines Körpers fühlt sich nicht mehr so sauber an.
An Tag 6 hast du das Gefühl, fettig und trocken zugleich zu sein. Deine aufgegebene Seife triumphiert. Du greifst danach und willst schon aufgeben, als sich plötzlich dein Fernseher von selbst einschaltet. Es ist eine ganze Sendung darüber, wie man ohne Seife sauber bleibt. Es heißt, dass die Römer im 1. Jahrhundert 2 Stunden lang in Bädern unterschiedlicher Temperatur badeten, sich abschrubbten und Öl auftrugen, um sich sauber zu fühlen. Für französische Aristokraten im 17. Jahrhundert reichte es, jeden Tag ein Hemd zu wechseln und etwas Wasser auf die Hände zu geben. Es ist eine Art psychologische Sache. Du musst dich also an dein neues, sauberes Gefühl gewöhnen. Der Geruch von Seife oder Körperwäsche war früher dein sauberer Geruch. Jetzt hast du deinen eigenen natürlichen Geruch und es ist in Ordnung, dass es nicht nach Vanilleeis riecht. Aber keine Seife bedeutet nicht, dass man nicht schrubben kann. Wenn du dich nur unter fließendes Wasser stellst, bringst du die Bakterien nicht zum Verschwinden. Du kannst einen Schwamm, einen Luffer, eine Körperbürste oder was auch immer du magst benutzen. Wenn du dich abschrubbst, entfernst du die oberste Schicht der Hautzellen, die du nicht mehr brauchst. Du sagst dir, du bist sauber wie immer, hüpfst aus der Dusche und nach 15 Minuten fühlst du, dass deine Haut knackig und makellos ist. Du bemerkst auch, dass deine Haut diesen cremig-weichen Schimmer hat wie in einer Bodylotion-Werbung. Die Chemikalien, die Seife enthalten, sind super austrocknend, denn sie entfernen die schützenden Öle von deiner Haut. Das bringt das Ölgleichgewicht in ihrem empfindlichen Ökosystem durcheinander und verwandelt sie in eine fleckige, trockene Wüste. Wasser hilft, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Du bist wieder bei der Arbeit und fragst Sam, ob er irgendwelche Veränderungen an deinem Geruch bemerkt. Wieder versteht er nicht wirklich, was du willst. Also erklärst du ihm die Idee des Experiments. Er sieht dich zustimmend an und weiß überraschenderweise auch etwas zu diesem Thema. Erstens, es kommt darauf an, was du beruflich machst. Wenn du mit gefährlichen Chemikalien arbeitest, auf einem Bauernhof, als Gärtner oder Bauarbeiter und mit Schmutz, Pollen und Allergenen in Kontakt kommst, musst du täglich und mit Seife duschen. Das gleiche gilt für Sportler, Personal Trainer und Fitnesstrainer. Aber wenn du nicht zu diesen Gruppen gehörst, dann kommst du tagelang gut mit Wasser oder sogar ganz ohne Duschen aus. Außerdem sparst du eine Menge Schweiß, wenn du fährst und nicht herumrennst. Das ist der Grund, warum die Menschen in der Vergangenheit öfter eine Dusche brauchten als du. Zweitens spielt auch deine Genetik eine Rolle. Deine Schweißdrüsen könnten aktiver sein als die deines Nachbarn und du könntest dadurch eher zu Geruch neigen. Deine Kollegin Jill belauscht das Gespräch und fügt hinzu, dass es auch daran liegt, was du trägst. Baumwolle lässt deine Haut besser atmen als Polyester. Außerdem lässt sie genug Feuchtigkeit entweichen, damit du nicht schlecht riechst. Jill verrät auch ihr Geheimnis. Sie duscht seit einem Monat nur noch mit Wasser. Sie trägt im Büro immer ein langärmliches Hemd und eine Jeans und das ist völlig in Ordnung. Ihre Haut wird nicht wirklich schmutzig. Sie gesteht auch, dass sie stinkende Füße hat, ob mit oder ohne Seife. Solange sie Schuhe trägt, wie die meisten Leute im Büro, fällt das aber niemandem auf. Es ist 7 Tage her, dass du dein Haar das letzte Mal mit lauwarmem Wasser gewaschen hast. Es fühlt sich ein bisschen fettig an, aber du merkst, dass es an den Wurzeln kräftiger wird. Weil du es nicht mehr mit Shampoo wäschst, bleiben alle natürlichen Öle auf deiner Kopfhaut. Du trainierst sie um, genug Öle zu produzieren, damit dein Haar nicht mehr so schnell fettig wird wie früher. Du wiederholst das Haarritual mit Massieren, Zupfen, Bürsten und Waschen. Du machst mit dem Experiment weiter und am Anfang der 3. Woche merkst du, dass du perfekt ohne Seife und Shampoo im Bad auskommst. Du gehst zur Arbeit, triffst dich mit deinen Freunden und niemand bemerkt einen Unterschied. Du lernst zu akzeptieren, dass dein natürlicher Geruch nicht nach Rosen riecht, aber auch nicht nach dreckigen Socken. Du erkennst auch, dass Seife nicht desodoriert, sondern nur eine dünne Duftschicht aufträgt. Sie lässt dich kurzfristig frisch und sauber riechen, aber dann beginnt das Problem wieder, das sie gerade erst gelöst hat. Dein Haar fühlt sich so gut an wie nie zuvor. Es ist perfekt hydratisiert, weich, seidig und sogar sprunghaft. Es riecht frisch und sieht sauber aus, sodass niemand sagen könnte, dass du kein Shampoo mehr benutzt. Es fängt jetzt an, 7 bis 10 Tage nach dem Waschen fettig auszusehen. Außerdem trocknet es schneller und ist leichter zu handhaben. Du sparst etwas Geld, das früher für Shampoo, Seife, Duschgels und Bodywash draufging. Am wichtigsten ist, dass du jetzt morgens und vor dem Schlafengehen mehr Zeit hast. Du kannst sehen, dass deine Haut gesünder ist als je zuvor und du beschließt, ihr ab und zu einen Seifenurlaub zu gönnen.
Wenn du für immer in diesem Modus bleibst, könntest du Probleme mit den verbleibenden 20% der Bakterien bekommen, die du nicht nur mit Wasser entfernen kannst. Sie vermehren sich besonders stark in den warmen und feuchten Regionen deines Körpers. Wenn du mehr als nur Wasser verwenden willst, kannst du eine der Seifenalternativen ausprobieren. Du kannst dein eigenes natürliches Peeling aus den Zutaten machen, die du in deiner Küche hast. Haferflocken, Honig und Naturjoghurt sind gut, genauso wie Avocadoöl, Honig und Zucker. Du solltest damit aber nicht dein Gesicht abschrubben, weil die Haut dort empfindlicher ist. Du kannst auch ein Reinigungsmittel auf Ölbasis ausprobieren, das Schmutz und alte Hautzellen einfängt. Es stört den Ölhaushalt nicht, wenn du es vor dem Duschen aufträgst. Zimt und Nelken sind beide für ihre antibakteriellen Eigenschaften bekannt. Daher sind ihre Öle perfekt dafür geeignet. Honig ist großartig, um deinen Körper gesund zu halten und das Wachstum von Bakterien zu verhindern. Du kannst ihn als natürliches Reinigungsmittel mit nur einem Inhaltsstoff verwenden. Und Apfelessig ist ein großartiges natürliches Gesichtswasser, um die Haut zu reinigen. Wenn du Seife verwenden möchtest, wähle die natürlichen Angebote. Prüfe, ob sie Glycerin enthält. Das ist ein pflanzliches Reinigungsmittel, das nützliche Feuchtigkeit in der natürlichen Schutzbarriere deiner Haut hält. Shea-Butter und Kokosnussbutter werden in hypoallergenen Seifen verwendet. Zitronen, Rosen, Lavendel und Zedernholzöl werden oft zu gesund duftenden Seifen dazugegeben. Kokosnuss und Mandelöl sind ebenfalls tolle Feuchtigkeitsspender. Mit all dem kannst du deiner Haut etwas Gutes tun. Der Ozean wird glühend heiß. Du willst näher heran, um einen besseren Blick zu erhaschen, aber du spürst, wie die Luft immer heißer wird, als ob du einem glühenden Ofen näher kommst. Und der Sand ist so heiß, dass deine Gummisohlen zu schmelzen beginnen. Der Ozean hat sich irgendwie in dampfende, heiße, klebrige Lava verwandelt. Du drehst dich um, du willst ins Landesinnere rennen und dann siehst du eine Horde wild gewordener Menschen. Du weißt, dass Lava geschmolzenes Gestein ist, das normalerweise unter der Erdoberfläche liegt. Tief im Inneren unseres Planeten, so tief wie New York von Philadelphia entfernt ist, schmilzt die Hitze des Erdkerns das Gestein auf die gleiche Weise, wie die Sonne Eis schmilzt. Wenn diese Gesteine schmelzen, erreichen sie eine Temperatur um die 1200 Grad Celsius. Aber keine Panik, das passiert nur sehr tief unter der Erde und nur in einigen Gebieten, meistens um den Atlantik herum. Und der heiße Gesteinsbrei, das Magma, steigt auch nur auf, wenn der Druck da unten so groß ist, dass der klebrige, orangefarbene, superheiße Brei an die Oberfläche gedrückt wird. Dann wird es Lava genannt. Normalerweise bricht sie durch den Schlund eines Vulkans aus. Aber warum auch immer besteht jetzt der ganze Ozean aus Lava. Obwohl es aus der Ferne ziemlich cool aussieht, ist das super gefährlich. Verabschiede dich zunächst einmal von den schönen blauen Wellen und den Meeresströmungen. Im Gegensatz zu Wasser ist Lava dicker. Von der Konsistenz her eher wie cremige Erdnussbutter. Und der Wind kann diese Masse nicht so bewegen wie Wasser. Das bedeutet aber auch, dass nichts darin untergehen oder schwimmen kann. Selbst wenn einige Meeresbewohner die hohen Temperaturen der Lava aushalten könnten, wären sie nicht in der Lage, darin zu leben. Sie gehen entweder unter oder treiben an die Oberfläche, abhängig von ihrer Dichte. Um zu überleben, müssten unsere Meeresfreunde und andere Lebewesen, die die Ozeane ihr Zuhause nannten, ein anderes Gewässer finden. Die einzigen Tiere auf der Erde, die die Hitze der Lava überleben könnten, wären die Bärtierchen. Diese niedlichen, mikroskopisch kleinen Kreaturen können in jeder extremen Umgebung auf diesem Planeten überleben. Von gefrorenen, eisigen Gletschern bis hin zu heißen, feuerspeienden Vulkanen. Sie überleben sogar im Weltraum unter der kosmischen Strahlung. Du rennst vom Strand weg, wie auch alle anderen, die in der Nähe standen. Die Atmosphäre wird immer dichter und alles um dich herum wird diesig. Du denkst dir, ich hätte lieber zu Hause bleiben sollen, aber zu Hause ist es auch nicht sicher. Allein die Hitze, die von der Lava ausgeht, wäre kilometerweit spürbar, unerträglich. Also keine Häuser mehr am Meer und keine Strandresorts. Du würdest dir wünschen, so weit wie möglich vom Ozean entfernt zu wohnen. Die meisten Küstenstädte wären sofort unbewohnbar, vor allem Gebiete, die mit mehr als einer Seite an den Ozean grenzen. Orte wie Florida, Kalifornien und Mittelamerika wären größtenteils unbewohnbar.
Und ein Leben auf den Inseln wäre unvorstellbar. Die meisten Inseln würden so heiß werden, dass kein Tier und keine Pflanze dort überleben könnten. 97% des Planeten bestanden aus Meerwasser. Und das wurde nun alles zu Lava. An keinem Ort auf der Erde gäbe es Schnee, weil der Planet wie ein glühender, orangefarbener Lavaball aussehen würde. Die Temperaturen würden so stark steigen, dass es sich am weitesten von der Küste entfernten Ort und am höchsten Gipfel der Erde immer noch wie am heißesten Tag in einer Wüste anfühlen würde. Während du vom Ozean wegrennst, glaubst du, dass das alles nur ein Traum ist. Aber du schaust auf deine Haut und sie ist total gerötet. Selbst wenn du kilometerweit wegrennst, die Hitze wird dich einholen. All die Offshore-Ölplattformen und Schiffe in den Ozeanen bekämen jede Menge Probleme. Ihre metallische Zusammensetzung würde bei Kontakt mit der Lava glühend heiß werden und sofort schmelzen. Und selbst wenn sie nicht schmelzen, ist nur zu hoffen, dass sich niemand auf ihnen befindet. Aber wenn das passiert, würden alle sofort evakuiert werden. Währenddessen schmilzt am Nord- und Südpol, wo die Erde am kältesten ist, das Eis, das den Ozean bedeckte. Dabei kühlt die Lava ab und verfestigt sich zu einer schwarzen Landmasse, die magmatisches Gestein genannt wird und oft eine feinkristalline Textur hat. Aus der abkühlenden Lava steigen riesige Wolken säurehaltigen Dampfes und Gase in die Luft und bedecken den Himmel. In der Wissenschaft wird das Laze genannt, eine Kombination aus den Worten Lava und Haze, zu Deutsch Dunst. Das ist so ähnlich wie in deinem Bad, wenn du aus der heißen Dusche kommst. Wenn die Hitze mit der kalten Außenluft in Kontakt kommt, bildet sich Dunst. Nur dass dieser Dunst den Nord- und Südpol komplett bedecken würde und super giftig wäre. Darin können auch winzige Glaspartikel sein, was extrem gefährlich ist. Und diese Laze-Wolken können bei ausreichend starkem Wind um die Welt reisen und die gesamte nördliche Hemisphäre bedecken. Aber auch den südlichen Teil von Neuseeland, Argentinien, Südafrika und Australien. Mit einem Flugzeug durch diese Gaswolken zu fliegen, wäre nicht die beste Idee. Schon allein die Hitze, die von der Lava ausgeht, würde ausreichen, um das Äußere des Flugzeugs zu beschädigen und die Hardware zu beeinträchtigen. Gut, dass du deine Sauerstoffflasche gefunden hast. Die Luft ist an diesem Punkt kaum noch atembar. Du rennst zu deinem Auto und fährst so schnell wie möglich weg. Aber auch dein Auto hat einige Schäden abbekommen. Du fährst hinaus aufs Land, wo die Auswirkungen der Lava auf die Atmosphäre noch nicht so stark sind. Aber auch hier hat sich die Temperatur bereits verändert. Der Fluss, den du früher bei deinen wöchentlichen Wanderungen gesehen hast, trocknet aus. Die Pflanzen um dich herum verlieren ihr saftiges Grün. Die Tiere, die hier waren, sind an einen anderen Ort geflüchtet. Flüsse, die in die Ozeane fließen, würden bei Kontakt mit der Lava feinkörniges Erstarrungsgestein schaffen, wodurch natürliche Dämme entstehen würden. Der Rest des Wassers im Landesinneren, wie in Teichen und Seen, würde mit der Zeit verdunsten. Mit dem Anstieg der Temperaturen und dem Ausbleiben von Niederschlägen wäre es das Ende des Wassers auf der Erde, so wie wir es kennen. Die riesigen Wassermassen der Ozeane spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Wolken und Regen. Ohne Wasser in der Atmosphäre würde sich die Hitze der Sonne zur Hitze der Lava gesellen. Unsere Welt wäre ein riesiges, unfruchtbares Ödland. Die Nächte wären heiß und die Tage noch heißer. Aber Lava kühlt im Kontakt mit der kühleren Luft ab. Schon bald würde sich auf der Oberfläche eine dünne schwarze Kruste bilden, die im Laufe der Jahre immer dicker werden würde. Je dicker die Lava, desto länger dauert es, bis sie im Inneren vollständig abgekühlt ist. Sie wäre zwar immer noch heiß, aber du würdest nicht direkt die glühend heiße Lava anfassen. Und so sind tatsächlich auch viele Inseln entstanden, wie zum Beispiel die Inseln von Hawaii. Sie sind vollständig aus Lava entstanden, die unter dem Ozean ausbrach und über Hunderttausende von Jahren abkühlte und trocknete. Es sammelten sich Schichten über Schichten von erstarrter Lava aus der Tiefe des Ozeans an, bis sie die Oberfläche erreichten und sich Inseln und sogar Berge bildeten. Während du mir zuhörst, wird gerade eine neue Landmasse in Hawaii von einem aktiven Vulkan gebildet. In der Wissenschaft wird davon ausgegangen, dass die neue Insel in etwa 10.000 Jahren voll ausgeformt sein wird. Und jetzt, beim Blick auf den ehemals blauen Ozean, siehst du eine dampfende, glühende Masse, die sich in eine schwarze Einöde verwandeln wird. Aber glaube nicht, dass du einfach über diesen Ozean laufen könntest. Es kann hunderte von Jahren dauern, bis alles vollständig abgekühlt ist und sich in festen Fels verwandelt hat. Bis dahin wäre das Gehen auf dieser getrockneten Lavakruste ähnlich wie das Gehen auf einem gefrorenen See.
nur dass du bei einem Fehltritt in kochend heiße Lava fallen würdest, anstatt in eiskaltes Wasser. In einigen Regionen würde es sogar tausende von Jahren dauern, bis sie vollständig erstarrt ist. Der Marianengraben, die tiefste Region im Pazifischen Ozean, ist 13 Kilometer tief. Es würde tatsächlich mindestens 5000 Jahre dauern, bis so viel Lava vollständig abgekühlt wäre. Es gibt viele Planeten im All, die als Lavaplaneten bezeichnet werden. Ein erst kürzlich entdeckter Planet, K2-141b, hat Magmaozeane, Überschallwinde bis zu 4800 Kilometern pro Stunde und sogar Felsenregen. Ja, das stimmt. Der Planet ist so heiß, dass das Gestein verdampft und zurückregnet. Behalte aber im Hinterkopf, dass dieser Planet viel näher an der Sonne ist als an unserer Erde. Vielleicht haben sich seine Ozeane einst über Nacht in Lava verwandelt. Seht her, die ferne Zukunft. Ja, die Menschen haben erfolgreich den Mars und den Mond besiedelt. Die Probleme der Überbevölkerung und des Hungers auf der Erde sind gelöst. Doch schon bald zeichnet sich eine neue Bedrohung für unsere Planeten ab und für unseren Mond. Jedenfalls haben Wissenschaftler herausgefunden, dass die Sonne in 150 Jahren explodieren und unser gesamtes Sonnensystem zerstören wird. Schade. Es bleibt genug Zeit, um eine Flotte riesiger Raumschiffe zu bauen und alle zu evakuieren, aber nicht genug Zeit, um einen Science-Fiction-Space-Jump zu erfinden. Es ist schon lange her, dass die Menschen einen neuen potenziell bewohnbaren Planeten gefunden haben und der nächste ist mehrere Millionen Jahre entfernt. Es gibt keine andere Wahl. Die Menschheit wird in riesigen Raumschiffen evakuiert und die unendlich lange Reise beginnt. Ein paar Jahrzehnte vergehen. Wir verlassen das Sonnensystem und sehen, wie unsere Sonne explodiert. Ein riesiger Blitz und das war's. Es gibt kein Licht mehr. Nur kleine, ferne Sterne und die unendlichen schwarzen Tiefen des Weltalls. Alle Raumschiffe stehen auf Autopilot, der nicht vom Kurs abweicht, egal was passiert. Selbst wenn alle an Bord verschwinden würden, würde das Schiff an seinem Ziel ankommen. Der Pluspunkt, die Menschen werden noch Millionen von Jahren weiterleben. Der Nachteil, aufgrund der langen Zeit, die wir auf den Raumtransporten verbracht haben, werden wir ganz anders aussehen. Ganz anders. Die Raumschiffe werden mit formlosen, pulsierenden Biomassen bevölkert sein, die in metallenen Exoskeletten sitzen und das sieht wie folgt aus. Im Weltraum werden die Knochen und Muskeln schwächer. Da es keine Schwerkraft gibt, muss dein Körper sie nicht länger am Laufen halten. Astronauten auf der Internationalen Raumstation treiben viel Sport, um ihre Muskeln vor dem Verkümmern zu bewahren. Zurück zur Geschichte. Auf jedem Raumtransporter gibt es Fitnessstudios und spezielle Maschinen, die die Schwerkraft nachbilden. Aber um Energie zu sparen, sind sie nur ein paar Stunden am Tag eingeschaltet. Egal wie hart die Menschen trainieren, im Weltraum reicht das leider nicht aus. Nach den ersten 100 Jahren sind die Knochen so brüchig geworden, dass jede noch so kleine Anstrengung zu Verletzungen führen kann. Nach weiteren 100 Jahren können die Menschen nicht mehr auf zwei Beinen stehen, aber das liegt nicht nur an den schwachen Knochen. Nach all den Jahren in der Schwerelosigkeit hat sich der menschliche Körper stark verändert. Ein großes Problem ist, dass die Menschen ihren Gleichgewichtssinn verlieren. Wenn du versuchst, aufrecht zu stehen, fällst du einfach hin. Die Schiffskapitäne haben die Schwerkraftmaschinen abgebaut. Sie haben sowieso nicht funktioniert. Und alle Sportgeräte an Bord wurden vor langer Zeit demontiert und als Ersatzteile für die Raumschiffe verwendet. Die fehlende Schwerkraft hat die Menschen nicht nur schwächer, sondern auch größer gemacht. Die Wirbelsäule braucht die Schwerkraft, um stabil zu bleiben. Und jetzt haben sich alle Bandscheiben ausgedehnt. Die Menschen sehen jetzt aus wie aufblasbare Spielzeuge. Jeder hat mechanische Arme und Beine bekommen. Du schnallst sie dir einfach um und es kann losgehen. Den Motor warten, die Schlafzimmer ausmisten, Müll in den Weltraum werfen, Dinge anheben. All das geht nicht ohne diese mechanischen Arme und Beine. Die Zeit vergeht und die Menschen werden immer hilfloser. Aber zum Glück werden die mechanischen Körperanzüge immer besser. Seit die Sonne explodiert ist, haben die menschlichen Augen es schwer. In den Raumschiffen wird die Sonne durch spezielles künstliches Licht ersetzt, das auch Vitamin D abgibt. Da es insgesamt viel weniger Licht gibt, weiten sich die Pupillen der Menschen. Nach ein paar weiteren Jahrhunderten geht es dann mit der Sehkraft stark bergab. Aber dieses Problem wird durch die Technik gelöst. Künstliche Linsen vergrößern das Licht und verhindern, dass die Menschen völlig blind werden.
Die Raumschiffe werden täglich desinfiziert. Das verhindert, dass sich Bakterien und Mikroben vermehren. Es bedeutet aber auch, dass das menschliche Immunsystem keine Krankheiten abwehren muss. Schon bald können sich die Menschen gegen nichts mehr schützen. Selbst eine leichte Erkältung könnte lebensgefährlich sein. Für den Moment ist das in Ordnung. Es gibt keine Keime oder Ähnliches an Bord. Aber was wird später mal passieren? Auf dem Raumschiff wachsen Millionen von Pflanzen in speziellen Gewächshäusern mit Wasser und UV-Licht. Die Pflanzen produzieren Sauerstoff und verbreiten ihn überall. Natürlich reicht der Sauerstoff nicht für Millionen von Menschen aus, aber er hilft, sich an den Planeten zu erinnern, den sie zurückgelassen haben. Nachdem die Menschen jahrhundertelang auf Raumschiffen gelebt haben, haben sie sich an die neuen Bedingungen angepasst und atmen fast nicht mehr. Die Lungen sind fast vollständig verschwunden und die Menschen entwickeln andere Wege der Sauerstoffgewinnung. Aus Wasser, aus Sauerstofftanks und so weiter. Wir werden zu einer völlig neuen Spezies. Aber es ist nicht alles schlecht. Die Gentechnologie entwickelt sich jedes Jahr weiter. Es werden vollwertige lebenserhaltende Anzüge entwickelt. Sie helfen bei Bewegung, Kraft, Geschwindigkeit, Sehkraft, Gehör und sogar beim Sprechen. Die Stimmen der Menschen werden so schwach, dass sie nur noch flüstern können. Zum Glück haben die Anzüge eingebaute Mikrofone und Lautsprecher. Es gibt kein Essen mehr, nur noch speziell hergestellte Flüssigkeiten. Nach all der Zeit im Weltall kann der menschliche Magen sowieso nichts mehr verdauen. Na, Lust auf eine Handvoll Erdnüsse oder ein paar kleine Cracker? Vergiss es. Am Anfang hatte die Weltraumnahrung viel Geschmack, aber mit der Zeit haben die Menschen vergessen, wie die Dinge eigentlich schmecken sollten. Mit der Zeit wurden keine Geschmacksstoffe mehr zugesetzt und wegen der neuen faden Nahrung stellten auch die Rezeptoren an der Zunge ihre Arbeit ein. Schon bald verloren die Menschen jeglichen Geschmackssinn. Für manche Menschen scheint dieses Leben unerträglich zu sein, aber sie haben eine Wahl. Sie können einfach in eine kryogenische Kapsel schlüpfen für Millionen von Jahren. Dann müssen sie nur noch kurz aufgetaut werden, wenn die Schiffe endlich eintreffen. Aber es ist sehr riskant, für so lange Zeit eingefroren zu sein. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Raumschiffe nicht in einen riesigen Meteoriten oder Ähnliches krachen. Die Menschen wählen einen anderen Ansatz. Sie laden ihr Bewusstsein auf einen Computer hoch. Das ist sicherer und braucht viel weniger Energie. Und wenn du aufwachst, kannst du deinen Geist einfach in einen neuen modifizierten Menschenanzug laden. Manche Menschen entscheiden sich dafür, wach zu bleiben und ein normales Leben zu führen. Tausende von Jahren vergehen, dann Millionen. Die Menschen sehen jetzt ganz anders aus. Alle ihre Gliedmaßen sind künstlich und ihre Exoskelette werden durch Gedankenkraft gesteuert. Mit jedem weiteren Jahrtausend werden Arme, Hals, Beine und Wirbelsäule immer kleiner. Spröde Knochen lösen sich langsam in nichts auf. Augen, Nasen und Münder verschwinden. Das Gehirn wird nicht mehr von einem Schädel geschützt, sondern ist nur noch von weicher Haut umgeben. Nur das Bewusstsein bleibt. Jetzt ist der Mensch ein leistungsfähiger Hightech-Roboter, der von einem kleinen pulsierenden Beutel beherrscht wird, in dem sich das Gehirn befindet. Es ist ein paar Millionen Jahre her, seit die Menschen die Erde verlassen haben. Die Bewohner des Raumschiffes haben bereits vergessen, dass ihre Spezies einst auf einem Planeten mit Schwerkraft geboren wurde. Das Leben auf der Erde ist zu einem Mythos geworden, zu einer uralten Legende. Die meisten glauben, dass diese Raumschiffe ihre wahre Heimat sind und schon immer waren. Deshalb ist auch niemand so erpicht darauf, auszusteigen und einen Spaziergang zu machen, wenn die Menschen endlich ihr Ziel erreichen. Das Leben auf einem neuen, unbekannten Planeten scheint eine große Belastung für den Raumanzug zu sein. Schwerkraft, Luft, Bakterien, Keime. Es braucht mehrere tausend Jahre Evolution, bis sich die Menschheit an diese neuen Bedingungen gewöhnt hat. Aber zum Glück gibt es eine Geheimwaffe. Die Technologie. An diesem Punkt werden alle Menschen vom Zentralcomputer in neue Roboteranzüge heruntergeladen. Die Menschen stehen vor der Wahl. Entweder sie verlassen das Raumschiff und machen diesen neuen Planeten zu ihrer Heimat, oder sie bleiben und leben auf den Raumschiffen. Diejenigen, die auf den Schiffen bleiben, brechen in die Weiten des Weltraums auf, um die Galaxie zu erkunden und neue Welten zu entdecken. Diejenigen, die sich auf dem neuen Planeten niederlassen, müssen sich an die neuen Bedingungen anpassen. Es ist ganz anders als auf der Erde. Es gibt eine andere Luftdichte, anderes Wetter und seltsame neue chemische Elemente. Es wird noch 1 Million Jahre dauern, bis diese Robo-Hirnsäcke eine neue Form annehmen. Eines Tages werden diese entfernten menschlichen Nachkommen ihre Herkunft erforschen wollen.
Sie werden ein Raumschiff erfinden, das durch Raum und Zeit springen kann. Die Forschungen führen sie in die ferne Vergangenheit auf den kleinen Planeten Erde, zu unserem Heute. Das mag verrückt klingen, aber stell dir vor, dass morgen deine Nachkommen aus der Zukunft in deinem Garten landen. Die Passagiere, die auf den Raumschiffen geblieben sind, werden wahrscheinlich neue Planeten finden und vielleicht beschließen, auf einigen von ihnen zu bleiben. Auch ihre Körper werden sich verändern und sich anpassen. In Milliarden von Jahren wird das Universum also von verschiedenen erstaunlichen Kreaturen bewohnt sein, die alle eines gemeinsam haben. Sie waren alle Menschen. Früher. Was für ein schöner Tag für eine Bootsfahrt im Sumpf. Wenn da nicht diese Mücken wären, wäre der Tag perfekt. Aber aus irgendeinem Grund werden die Mücken immer größer, je weiter du in den Sumpf vordringst. Anfangs waren es winzige, fast unsichtbare Insekten und jetzt sind sie so groß wie dein Daumen. Du kannst ihr Summen hören, wenn sie an dir vorbeischwirren. Du dringst tiefer in den Sumpf vor, weil du auch herausfinden willst, warum sie so groß werden. Und dann entdeckst du einen riesigen Schwarm von Mücken. Jede Mücke ist so groß wie deine Hand. Sie bemerken dich und fliegen auf dich zu. Du schnappst dir einen Ast und fängst an, damit rumzuwedeln, weil du sie verscheuchen willst. Du rennst zurück zu deinem Boot und versuchst, ihnen zu entkommen, aber sie folgen dir und einige schaffen es, auf dir zu landen. Du schlägst sie weg, aber aus dem Nichts tauchen noch mehr Mücken auf, die die Größe eines Basketballs haben. Du startest dein Boot und rast zurück zum Festland. Als du ankommst, siehst du, wie die Leute in Panik vor den riesigen Mücken weglaufen. Einige Mücken sind so groß wie große Hunde. Die Leute ducken sich unter den Picknicktischen, andere rennen zurück zu ihren Autos und fahren mit Vollgas davon. Du steigst aus deinem Boot und rennst zusammen mit Dutzenden von Menschen zum nächsten Lebensmittelladen. Die Angestellten schließen die Türen. Durch die großen Glasscheiben siehst du, wie sich die Mücken vermehren. Sie werden immer größer und größer, bis du eine siehst, die so groß wie ein Auto ist und vorbeizischt. Sie ist sowas von kräftig. Sie landet auf einem unbemannten Auto und zerquetscht es. Alle ducken sich aus Angst weg. Du versuchst, die Leute zu beruhigen, damit sie keinen Lärm machen. Die Mücken landen auf der Glasscheibe und verdunkeln sie. Im Laden wird es immer dunkler. Jemand schaltet den Fernseher an und die aktuellen Nachrichten laufen. Überall auf dem Kontinent wüten Mücken, zerstören die natürlichen Ressourcen und dringen in die Städte ein. Den Menschen wird geraten, bis auf Weiteres in den Häusern zu bleiben. Die Mücken registrieren, dass Menschen im Laden sind und versuchen, mit Gewalt reinzukommen. Eine autogroße Mücke fliegt in der Luft herum. Auf einmal hört ihr Geräusche, die aus dem Hinterzimmer kommen. Ein Angestellter bemerkt, dass sie die Türen nicht verschlossen haben. Eine riesige Mücke dringt ein und wirft alles um. Alle rennen panisch umher und werfen mit Gegenständen nach ihr. Jemand schnappt sich einen Feuerlöscher und besprüht sie, bis sie ins Hinterzimmer zurückgedrängt ist. Dann schließt ein Angestellter die Tür und verbarrikadiert sie, damit auch ja nichts mehr von hinten reinkommt. Alle warten nervös. Im Fernsehen wird live berichtet, wie riesige Mücken überall herumfliegen. Ein Hubschrauber ist gezwungen zu landen, weil die Mücken ihn wild in der Luft angegriffen haben. Alle im Laden erschaudern, als ihr noch mehr Mücken in der Nähe der Hintertür herumschwirren hört. Stunden vergehen und es kommen immer mehr Mücken. Draußen sind keine Menschen zu sehen und ein Großteil der Stadt, Häuser und Parks ist zerstört, wurde einfach von den Rieseninsekten platt gemacht. Einige Leute essen, was sie gerade finden, und andere schlafen. Eine Eilmeldung unterbricht die Live-Übertragung und zeigt, dass gepanzerte Busse bereitstehen, um die Menschen in der Nähe des Picknickplatzes abzuholen. Die Busse werden aber nicht zu den Brennpunkten fahren, weil das zu gefährlich wäre. Die einzige Möglichkeit, in die Busse zu kommen, ist, in 2 Stunden an der Autobahn zu sein. Alle versuchen, Familie und Freunde anzurufen, aber die Mobilfunkmasten wurden zerstört und niemand ist erreichbar. Die Mücke, die durch die Hintertür eingebrochen ist, hat das einzige Festnetztelefon zerstört, das es gab. Die Gruppe im Laden streitet, ob sie bleiben oder gehen soll. Weitere Insekten verdecken die einzig klaren Flecken am Himmel, bis die Sonne ganz verschwindet. Ihr teilt euch in 2 Gruppen auf. Die eine Gruppe will versuchen, den Bus zu erwischen und die andere Gruppe will im Laden bleiben. Die Angestellten kennen einen Weg, der schnell zur Autobahn führt. Aber das ist ein Fußmarsch von etwa 20 Minuten und es gibt keine Autos, die man nehmen könnte. Der Weg ist auch nicht ganz einfach. Zuerst müssen sie durch den Haupteingang entkommen, um in den buschigen Wald hinter den Müllcontainern zu gelangen. Von dort aus kann man ein Gebäude betreten, um möglicherweise durch die Abwasserkanäle Richtung Autobahn zu gelangen. Die erste Gruppe will aufbrechen und Vorräte werden eingepackt. Jede Sekunde kommen mehr Mücken und bedecken den Himmel. Also werden auch Dinge zum Schutz eingepackt.
Mücken werden vom Kohlendioxid angezogen, das Menschen ausatmen, und sie werden von der Quelle angezogen, die aus dem Lebensmittelladen kommt. Dann sind alle bereit und die behelfsmäßigen Fackeln werden gezündet. Um das Feuer am Brennen zu halten, wird etwas Grillanzünder genommen. Du gehörst übrigens zu der Gruppe, die die Flucht plant. Die Türen öffnen sich und alle rennen hinter die Müllcontainer. Mücken greifen dich an, aber der Rauch des Feuers vertreibt sie. Mit jeder Sekunde werden es mehr Mücken, die den Himmel und die Umgebung bedecken. Einige aus der Gruppe rennen zurück in den Laden, weil sie es nicht vom Müllcontainer zum anderen Gebäude schaffen. Der Rest der Gruppe, darunter auch du, rennt zum Gebäude. Aber es ist verschlossen und niemand kann die Tür aufbrechen. Plan B, die Scheibe eines Fensters einschlagen. Du schnappst dir einen Stein und wirfst ihn durch das Fenster. Das Problem ist nur, dass die Mücken jetzt auch ins Haus fliegen können. Aber ihr habt keine Wahl. Ihr klettert durch das Fenster und rennt in den Keller des Gebäudes, um den Eingang zur Kanalisation zu finden. Da ist er. Ihr habt ihn gefunden und alle steigen hinab. Keine Mücken in Sicht, nur Ratten. Ihr wartet knietief durch das Wasser der Kanalisation, das an euch vorbeifließt. Es dauert nur ein paar Minuten, bis ihr den Fluss erreicht. Aber es gibt ein Problem. Der Abwasserkanal führt doch nicht zum See, sondern tiefer in die Kanalisation. Ihr lauft weiter, bis ihr etwas seht, das wie ein Abfluss aussieht. Ihr schafft es und kommt an einem Wasserloch raus, in das die Abwässer geleitet werden und das neben dem Sumpf liegt. Das Problem ist aber, dass ihr nicht mehr neben der Autobahn rausgekommen seid und euch läuft die Zeit davon. Noch mehr Mücken schwirren durch die Luft, aber sie machen sich nicht die Mühe, dir zu nahe zu kommen. Plötzlich siehst du ein paar katzengroße Kreaturen, die auf dem Wasser schwimmen. Das sind Babymücken, also die Larven, die auf euch zukommen. Ihr schwimmt um euer Leben zum Ufer. Die riesige Alpha-Mücke erhebt sich in die Luft und stürzt hinunter, um einen von euch zu packen, aber sie verfehlt euch. Alle schaffen es bis zum dichten Sumpfgebiet, in das keine Riesenmücken eindringen können. Ihr bedeckt euch mit Ästen, um euch zu schützen. Es bleiben nur noch 15 Minuten, bis der gepanzerte Bus eintrifft. Da die Mücken nicht ins Dickicht des Sumpfes vordringen können, ist dies der beste Ort, um hier auf den Bus zu warten. Die Dunkelheit bricht herein, aber kein Bus ist in Sichtweite. Seit 3 Stunden wartet ihr. Ihr hört die Mücken umherschwirren. Niemand fühlt sich unter den dichten Büschen wohl. Nach einer Weile hörst du einen aufheulenden Motor und du siehst Lichter auf der Autobahn. Alle stehen auf und rennen Richtung Bus, aber du hältst sie auf, um nicht die Aufmerksamkeit der Mücken auf euch zu ziehen. Du meldest dich freiwillig, um dich rauszuschleichen und den Bus anzuhalten. Dann können alle anderen folgen, ohne zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Du schiebst Äste beiseite, trittst über Baumstümpfe und kriechst zur Straße. Du versuchst, den Atem anzuhalten, damit du keine schweren Atemgeräusche machst. Du erreichst den Straßenrand und winkst mit den Armen, um den Bus anzuhalten. Er hält an und die Tür öffnet sich. Du gibst den anderen das Zeichen und sie folgen dir. Alle sind im Bus und in Sicherheit. Einige Mücken registrieren das und beginnen, den Bus zu attackieren, aber die Panzerung ist robust. Dann fährt der Bus los und der Fahrer hält Ausschau nach anderen Menschen an der Straße. Plötzlich landet ein Goliath vor dem Bus. Der Bus hält an. Ihr seht eine Mücke, die so groß ist wie eine Boeing 747. Sie schaut euch direkt an und sie macht sich zum Angriff bereit. Aber der Bus fährt mit Vollgas los und unter ihren Beinen hindurch. Die Riesenmücke hebt ab und versucht, den Bus zu erwischen. Aber ihr fahrt in einen Tunnel, der auf die andere Seite des Berges führt. Nach ein paar Minuten erreicht ihr eine offene Fläche ohne Bäume und Gebäude. Der Bus fährt mit hoher Geschwindigkeit und weicht jedem Hindernis aus. Dann bemerkst du, dass ihr in der Nähe des Lebensmittelladens seid, in dem ihr euch versteckt hattet. Der Bus öffnet die Tür, damit die andere Gruppe aus dem Laden in die sichere Zone zusteigen kann. Du hörst von den Helfern, dass die ganze Welt von diesen riesigen Kreaturen überrannt wird. Als ihr weiterfahrt, siehst du eine Hybridmücke. Sie hat 2 Köpfe und einen Skorpionschwanz. Sie ist so groß wie die Freiheitsstatue und bereit anzugreifen. Was auch immer die Ursache für das abnormale Wachstum der Mücken ist, sie werden dadurch auch zu Hybriden und Mutanten. Und du dachtest heute Morgen, dass es ein guter Montag wird. Du hast dein ganzes Leben der Erforschung von Mikroorganismen gewidmet. In letzter Zeit hast du an einem Gerät, das dich schrumpfen kann, gearbeitet. Es ist endlich fertig. Zunächst willst du dich auf Daumengröße schrumpfen, um Mikroben mit bloßem Auge sehen zu können. Nach weiteren Experimenten hast du vor, dich auf die Größe eines Bakteriums zu schrumpfen. Für eine sichere Reise ziehst du einen speziellen Anzug, eine Art Raumanzug, an. Er ist mit allen lebensnotwendigen Systemen ausgerüstet. Du lenkst den Strahl des Geräts direkt auf dich. Er verändert deine Masse und dein Volumen.
Um wieder in den Ursprungszustand zurückzukehren, musst du auf einer Plattform so groß wie ein Hockeypuck stehen. Du legst ihn an deine Füße, um ihn leicht erreichen zu können, drückst auf den Knopf und aktivierst die Maschine. Oh oh, irgendwas stimmt nicht. Das Gerät meldet einen Fehler und du wirst nicht nur so klein wie ein Daumen, sondern tausendmal kleiner. So klein wie ein Bakterium. Ups. Das wird dir klar, als eine Fliege in der Größe eines Flugzeugs an dir vorbeizischt. Du bist so klein, dass das Flor des Teppichs, in dem du stehst, so hoch wie Bäume ist. Keine Panik. Du musst nur den Puck finden, dich draufstellen und schon wächst du wieder. Er war direkt neben deinem Fuß, nur wenige Zentimeter entfernt. Aber wie viel mögen 2 Zentimeter sein, wenn 1000 Exemplare von dir auf eine menschliche Haarspitze passen? Du beschließt, auf eine Teppichfaser zu klettern, um nach dem Puck Ausschau zu halten. Die Labordecke ist nicht zu sehen, sie liegt außerhalb deines Sichtbereichs. Du bist von tausenden Bakterien umgeben. Sie sind ganz unterschiedlich in Größe und Farbe, aber die Hauptformen erkennst du. Runde Bakterien, die wie Kugeln aussehen, sind Kokken. Sie können miteinander verschmelzen und dadurch größer werden. Zylindrische, kapselförmige Bakterien, die wie Würstchen oder Bananen aussehen, sind Bazillen. Spiralförmige Bakterien nennt man Spirillen. Am Ende ihres Körpers haben sie haarähnliche Zilien. Bakterien sind für unsere Planeten essentiell. Sie helfen bei der Sauerstoffproduktion, binden Kohlendioxid, reinigen Wasser und Luft, verdauen die Nahrung in unserem Magen und unterstützen unser Immunsystem. Sie kriechen überall auf dem Teppich herum. Du kletterst auf die Teppichfaser. Unterwegs triffst du Kokken, die wie riesige Kartoffeln aussehen, und Spirillen, die Spaghetti ähneln. Nach ein paar Stunden hast du die Oberseite des Teppichs erreicht. Für dich war es eine lange Zeit, doch in Wirklichkeit sind nur wenige Minuten vergangen. Je kleiner du bist, desto langsamer vergeht die Zeit. Hast du schon mal versucht, eine Fliege zu erschlagen? Sie sieht deine Bewegung halt in Zeitlupe. Um dich erstreckt sich ein endloser Wald aus Teppichfasern. In der Ferne erspähst du die Silhouette eines großen Gebirges. Es scheint höher als der Everest. Na fein, jetzt holst du dir dein Leben zurück. Plötzlich greift dich von unten ein Bakterium an. Es ist ein Zusammenschluss mehrerer Bazillen. Sie sehen aus wie eine Packung Wiener. Um zu entkommen, springst du in die Tiefe. Du wiegst so wenig, dass ein Sturz aus egal welcher Höhe harmlos ist. Du rennst durch den dichten Wald. Dir fällt auf, dass fast alle Bakterien dich angreifen. Die meisten ernähren sich von organischem Material wie Glucose und Kohlenhydraten. Und im Moment bist du die größte Kohlenhydratquelle. Kleinere Mikroben kleben an deinen Beinen, Armen und im Gesicht. Du schüttelst sie ab und strauchelst. Mehrere verschmolzene Bazillen nähern sich, doch plötzlich prallt ein rundes, stacheliges Objekt in der Größe eines Footballs auf sie. Du siehst ganz viele dieser Bälle und dir wird klar, dass das Viren sind, Mikroorganismen, die ohne Bakterien nicht leben können. Für die Reproduktion müssen sie ein Lebewesen infizieren. Die Viren sind in das Bakterium eingedrungen. Auch andere Bakterien, die hinter dir her waren, werden angegriffen. Du siehst ein riesiges Bakterium, das wie eine Boeing ohne Tragflächen aussieht. Es ist eine Kokkenart. Mehrere dieser Kugeln sind bereit, dich zu verspeisen. Du erkennst, wie ein kleiner Football in sie eindringt. Das Bakterium zittert und erstarrt. Wenig später bekommt es ein Loch und hunderttausende Viren strömen heraus. Sie sind überall und suchen nach einem neuen Wirt. Stachelige Kugeln schießen auf dich zu. Du schnappst dir ein Stück Staub und schwingst es wie einen Baseballschläger. Du wehrst die Viren ab, doch dann bricht dein Schläger und du kannst nur noch wegrennen. Du scheinst in Sicherheit zu sein. Dann betrittst du ein riesiges Feld. Es gibt nichts anderes als Bakterien. Dir wird klar, dass das der verbrannte Fleck in deinem Teppich ist. Hier leben Milliarden Mikroben und sie vermehren sich in atemberaubender Geschwindigkeit. Ein Bakterium wächst und teilt sich. Wenige Minuten später wachsen die beiden Bakterien wieder und teilen sich. Jetzt sind es 4. Die Bakterienkolonie wächst exponentiell. Mit so einer rasenden Reproduktion bildet ein einziges Bakterium innerhalb von 24 Stunden Nachwuchs mit einem Gewicht von 1 Tonne. Nach 5 Tagen könnten die Bakterien alle Meere und Ozeane füllen.
Zum Glück werden sie genauso schnell zerstört, wie sie entstehen. Trockenheit, Lichtstrahlen, Hitze, Feuchtigkeit, all diese Umstände dezimieren die Mikrobenpopulation. Unter idealen Bedingungen könnten die Bakterien die Weltherrschaft übernehmen. Du stapfst durch ein Meer von Mikroorganismen. Große Bakterien fressen kleinere. Sie vermehren sich und werden zerstört. Ein brodelndes Meer des Lebens. Plötzlich bleibt dein Fuß stecken. Du bist in etwas Klebriges getreten. Direkt unter dir klettert ein rundes Bakterium aus dem Boden. Es ist mit anderen Bakterien verbunden und hat keine definierte Form. Es sieht aus wie formlos pulsierende Biomasse. Das Zeug klebt an deinem Körper und umschlingt dich. Es fühlt sich an, als würde der warme Gelee dich völlig vereinnahmen. Das Bakterium drückt dir die Luft ab. Du kannst dich kaum bewegen. In diesem Moment landet etwas auf dem Bakterium, das wie eine Schraube aussieht. Ein riesiger Diamant kommt zum Vorschein und mehrere glatte, wie gebogene Nadeln aussehende Beine kommen dazu. In der Mikrobe vereinen und transformieren sich alle Einzelteile zu einer seltsamen Kreatur. An einem Ende der Schraube sitzt der Diamant und die Nadelbeine am anderen. Dutzende von ihnen dringen in den Gelee-Körper ein. Sie verbinden sich und bilden eine Roboterarmee. Die Kreaturen brechen aus einem kleinen Loch im Bakterium hervor und lassen es zerbersten. Du fliehst aus diesem Chaos. Die kleinen Roboter mit dem Diamantkopf nennt man Bakteriophagen. Obwohl sie so seltsam aussehen, sind sie ein Produkt der Natur. Ihr Ziel ist es, Bakterien anzugreifen und von innen heraus zu zerstören. Dabei reproduzieren sie sich. Diese kleinen Kerlchen sind überall um uns herum und kontrollieren die Mikroorganismenpopulation. Wenn Bakterien sich im menschlichen Körper vermehren, hinterlassen sie Abfallstoffe, die schädlich für den Körper sind. Manchmal setzen Ärzte Bakteriophagen im Kampf gegen unerwünschte Mikroben ein. Sie attackieren nichts anderes als Bakterien. Und nun siehst du, wie unzählige Bakteriophagen Milliarden Bakterien zerstören. Der wandelnde Diamant springt auf ein Bakterium, rammt seinen Kopf hinein und injiziert seinen genetischen Code, einzelne Teile, die sich zu neuen Bakteriophagen zusammensetzen. Du setzt deinen Weg mit ein paar Diamanten in der Tasche fort. Die Reise dauert lange, aber nach ein paar Wochen erreichst du endlich den Puck. Im normalen Maßstab ist gerade mal eine Stunde vergangen. Du bist erschöpft, aber rauf musst du auch noch. Der Puck ist so hoch, dass du seine Oberkante nicht mal sehen kannst. Du kannst auch nicht schlafen, weil du sonst womöglich in einer Mikrobe aufwachst. Es sind immer noch viele Bakteriophagen da, aber du willst kein Risiko eingehen. Ein ohrenbetäubender Lärm zerreißt die Luft. Es ist, als kreische eine Flugzeugturbine direkt neben deinem Ohr. Du siehst nach oben. Ein Wesen so groß wie eine ganze Stadt landet auf dem Teppich. Das Schlagen der Flügel erzeugt diesen Krach und erzeugt einen heftigen Sturm. Du knallst dich an eine Teppichfaser, um nicht davonzufliegen. Das Vieh riecht scheußlich. Ein einzelnes Bein erinnert an einen Wolkenkratzer. Du verstehst, dass es eine Fliege ist. Deine Chance, auf den Puck zu kommen. Ihre großen orangenen, in tausende Teile unterteilten Augen sehen aus wie zwei Planeten. Du kletterst auf das Fliegenbein, das Insekt hebt ab und du klammerst dich fest. Der Teppich verschwindet unter dir. Von hier aus erkennst du die Oberseite des Pucks. Er ist so breit, dass du nicht mal die Kanten erspähen kannst. Du lässt los und fällst. In der Luft prallst du mit Millionen Bakterien zusammen. Schließlich landest du auf dem Puck. Das Gerät wird aktiviert und du wächst wieder auf deine normale Größe heran. Du Glückspilz. Oh je, sieh dir das an. Da kommt ein riesiger Tornado auf dich zu. Und er ist so schnell. Diese Wirbelstürme können sich mit verrückten Geschwindigkeiten von über 400 km/h bewegen. Und die Spur vom Tornado kann 80 Kilometer lang und 1,5 Kilometer breit sein. Manchmal sieht man sie deutlich kommen, in anderen Fällen können tiefhängende Wolken oder Regen sie verdecken, sodass sie sich anschleichen und man sie gar nicht bemerkt. Und in den meisten Fällen kann sich ein Tornado so schnell entwickeln, dass man nicht einmal rechtzeitig gewarnt wird und dann ist es schon zu spät. Und dieser wilde Sturm hier ist schon wirklich nah. Vielleicht habt ihr ein paar Minuten Zeit, um euch zu verstecken. Habt ihr einen Keller? Beeilt euch. Oder vielleicht, ich weiß, das klingt verrückt, aber was haltet ihr davon, in einen Tornado reinzugehen und zu erleben, wie es sich dort anfühlt? Manche Tornados erscheinen als seilartige Wirbel, andere haben breite Wolken in Form eines Trichters. Und hier ist der zweite, direkt vor euch.
Seht euch diese Wirbel an, die aus einem Gewitter raustreten. Sie reichen von den Wolken bis hin zum Boden. Oft kommt auch noch Hagel dazu. In den USA zum Beispiel gibt es etwa 1000 Tornados pro Jahr. Den Rekord hält Texas mit etwa 120 Tornados pro Jahr. Naja, auf so einen Rekord kann keiner stolz sein. Die meisten Wirbelstürme treten allerdings in Tornado Alley auf, einem Gebiet im mittleren Westen der USA. Warme, feuchte Luft aus Mexiko trifft hier auf kalte, trockene Luft aus Kanada. Diese beiden Massen stoßen aufeinander und verwandeln sich in einen starken Sturm, der dann Tornados verursacht. Die meisten Tornados treten dort zwischen April und Juni auf, aber in den letzten Jahren gab es auch schon welche im Dezember. Sie können nur ein normaler Staubsturm sein oder aber eine unglaubliche Kraft entwickeln, die Autos, große Bäume oder sogar Häuser wegträgt. Doch das hier ist eine einmalige Chance. So nah wart ihr noch nie dran, oder? Außerdem ist das ein gigantischer Sturm, den man nicht so oft trifft. Okay, bist du bereit? Er kommt näher. Spürst du ihn? Der Wind wird stärker und wirft dir Schmutz und Geröll ins Gesicht. Du schließt die Augen und schwupps, du bist drin. Das ist ja verrückt. Bösartiger Wind schleudert und wirbelt dich herum. Dabei hebt er dich hoch. Na, ist dir schon schwindelig? Fühlst du dich wie Dorothy aus Der Zauberer von Oz? Jetzt wäre es wohl eine gute Zeit, um zu überprüfen, was wirklich mit dir passiert, während du da drin bist und vom Wind umhergewirbelt wirst. Oh, warte, ist das Motorrad deines Nachbarn, das sich um dich herum dreht? Bleib bloß weg von ihm. Lass uns kurz was klären. Mitten in einem tobenden Tornado könntest du tatsächlich überleben. Aber anlügen will ich dich auch nicht. Es wird nicht einfach. Das Erste, was du spüren würdest, wären die starken Temperaturschwankungen. Im Inneren dieses verrückten Sturms kann es 20 Grad kälter sein als draußen. Das liegt daran, dass sich das Zentrum des Tornadotrichters ständig dreht. Durch diese Drehung wird es im Inneren des Wirbels viel kälter und die Luft ist dünner, als man es gewohnt ist. Die Luft ist 20% weniger dicht als zum Beispiel in großen Höhen. Ich hoffe, du hast nicht vor, zu lange da drin zu bleiben. Disclaimer, der atmosphärische Druck in diesem Wirbel ist so niedrig, dass deine Lungen nicht genug Sauerstoff aufnehmen können. Um dir eine Vorstellung von all dem zu geben, das Atmen in einem Tornado ist wie der Versuch, in einer Höhe von 8000 Metern Luft zu bekommen. Das ist Profiniveau, vergleichbar mit der Höhe des Everest. Also ja, man braucht Hilfe, um einfach nur normal atmen zu können. Kurz gesagt, du wirst wahrscheinlich schon nach ein paar Minuten ohnmächtig. Aber keine Sorge, ich habe dir diese Maske mitgebracht, sodass das Atmen kein Problem mehr ist. Hey, hast du bemerkt, wie gleichmäßig der Luftstrom von drinnen ist? Einige Sturmbeobachter gerieten in einen Tornado. Später erzählten sie, dass alles so chaotisch aussah mit all den tobenden Wolken und den wütenden Winden. Aber von innen ist die Luft erstaunlich ruhig. Das bedeutet aber nicht, dass man eine friedliche Fahrt erleben wird. Und alleine bist du da auch nicht drin. Das Motorrad des Nachbarn ist nicht das Einzige, was du dort sehen wirst. Holz, Ziegel, Glas, vielleicht sogar Autos, Kühe, Wohnmobile, Ziegel, Dächer und andere große Gegenstände. Du kannst von Glück reden, wenn in diesem Chaos nichts auf dich prallt. Bei all den Trümmern, die mit etwa 500 km/h aufgewirbelt werden, kann man kaum ausweichen. Aber sagen wir mal, es ist ein Wunder geschehen und du hast es überstanden. Jetzt ist dir wirklich schwindelig und du fragst dich, wann das alles vorbei ist und ob du überhaupt aus diesem riesigen Tornado wieder rauskommst. Der Tornado wird schließlich langsamer. Das geschieht, weil kühle Luft in den Tornado eindringt. Nur weil sich Luft beruhigt, heißt das aber noch lange nicht, dass du dich entspannen kannst. Naja, immerhin dein Magen, denn all das verrückte Rumgewirbel ist vorbei. Aber wenn der Tornado aufhört, wird er dich aus jeder Höhe fallen lassen, in der du dich befindest. Wenn du Glück hast und auf dem Land bist, gibt es vielleicht einen weichen Heuballen, der deinen Sturz abfängt. Ach, nee, wir reden von einem Tornado, der bestimmt mehr als 14 Kilometer hoch ist, also funktioniert das nicht. Ich hoffe, du hast einen Fallschirm mit, denn es wäre jetzt Zeit, ihn zu öffnen. Nee? Keine Sorge, ich stehe auf Happy Ends, also helfe ich dir. So, jetzt geht's los. Und jetzt gleitest du langsam nach unten und genießt die Aussicht, falls du vor lauter Schwindel überhaupt etwas um dich herum siehst. Du fragst dich, wie das kommt, dass links ein klarer, sonniger Himmel zu sehen ist. Das ist nicht selten. Tornados bilden sich oft am Rande eines Gewitters. Das ist wie eine Grenze zwischen zwei Welten.
Und es war nicht mal windig und die Luft war sehr still, bevor er zuschlug, oder? Auch das ist typisch. Okay, du weißt natürlich, dass es in der Tat unmöglich ist. Also wäre es am klügsten, schnell einen sicheren Ort zu finden, wenn ein Tornado in der Nähe ist. Hast du einen unterirdischen Schutzraum? Nutze ihn. Und wenn du keinen hast, könnte ein Keller die nächstbeste Wahl sein. Bereite einen akkubetriebenen Fernseher oder ein Radio mit frischen Batterien vor. Oder den Internetzugang oder ein mobiles Internetgerät, um die Nachrichten über einen Tornado zu erfahren. Packe auch einige haltbare Lebensmittel, Wasser und anderes Notwendiges ein. Einige Menschen wurden tatsächlich von Tornados erwischt und sie schafften es, sie zu überleben. Der Tornado schleuderte sie ohne einen Kratzer mehrere hundert Meter weit weg. Tja, manche Leute nehmen eine Menge Ärger in Kauf, nur um die Taxikosten zu sparen. Aber man weiß nie, ob man sicher ist oder wo man landet. Es wäre allerdings unglaublich schwer, aus großen und heftigen Stürmen wie den Superzellen herauszukommen. Das sind die stärksten und gefährlichsten Gewitterstürme. Und stell dir vor, du fällst in eine Wasserhose. Die könnte ja noch ganz harmlos sein, zumindest am Anfang, weil sie schwach ist und sich über warmem Wasser bildet. Sie könnte also ein Teil deines Wellness-Tages sein, zumindest bis sie ins Landesinnere zieht und sich in einen echten Tornado verwandelt. Staubteufel wären nicht so angenehm. Sie sind zwar nicht so groß, aber es handelt sich um Luftsäulen, die mit großer Geschwindigkeit rotieren. Und man kann sie leicht sehen, weil sie so viel Schmutz und Staub aufnehmen. Darum braucht man dafür auch eine Brille. Ups, Moment, die habe ich vergessen, also kann ich dir diesmal nicht helfen. Aber falls es dich beruhigt, sie sind nicht mit Gewittern verbunden. Kann man sich bei dem Thema überhaupt beruhigen? Naja, egal. Aber wenn du bereit bist, dich in einen Feuertornado zu stürzen, besorge ich dir einen Anzug, der dich sicher durch Rauch, Gas und Flammen bringt. Das verspreche ich dir. Die Säulen hier sind schmal und steigen senkrecht in die Luft, also wie bei einem Staubteufel. Die Hitze ist unerträglich und die Aufwinde werden immer stärker. Wenn es genug trockenen Brennstoff gibt, wird aus einem Feuerwirbel ein echter Feuertornado. Er reicht vom Boden bis hin zu den Wolken und bewegt sich unglaublich schnell. Okay, hören wir auf, mir ist schon ganz schwindelig.